Na los und eins und zwei und drei und was geht ab, Schildkrötengang? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Wir spielen heute mal wieder den Gym League Simulator mit meinen ganzen Freunden, Ossi, Leia und Daisy. Was geht ab? Was geht ab? Ich bin viel besser als du. Nö, ich bin besser als ihr. Was redet ihr bitte? Ich, Ellie, Arzis Schwester, ist natürlich die allerbeste. Und ich bin auch die allerschönste und stärkste. Warte mal, Ellie, du willst die allerstärkste sein? Was redest du denn da bitte? Achso, Daisy ist ja auch mit dabei. Was geht ab, Daisy? Ey, Leute, sag ich ganz ehrlich, ich bin sowas von stark. Schaut euch mal meinen muskulösen grünen Körper an, Junge. Na los, wir starten direkt rein und boom, 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 boom. Guck dir das mal an. Siehst du das gerade, Ellie? Seht ihr das alle, Leute? Wow, hey, Oxy, du siehst ja richtig gut aus. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich finde Ossi viel besser als dich. Du bist mein blöder Bruder. Warte mal, Ellie, ich bin nur dein blöder Bruder. Was sagst du denn da bitte? Ey, Ossi, viel was? Besser als du. Was hast du bitte mit Ellie gemacht? Ganz ehrlich, ich werde heute einfach jeden in dieser Lobby schau hier komplett... Schau mal, wie du aussiehst und schau, wie ich aussehe. Warte mal, einmal, mal. Ey, Ossi, du siehst ja echt voll krass aus. Aber guck mal, wie klein du bist, Junge. Du bist einfach ein kleiner Wurm. Ich kann einfach auf deinen Kopf drauf spucken, oh, Alter. Oh Mann, das bringt doch gar nichts. Ich kann auf dich drauf springen. Lass sofort Ossi in Ruhe. Ich und Daisy finden ihn viel besser als dich. Die Größe ist nicht so wichtig. Es ist nur wichtig, ob man ein Sixpack hat. Hihi, oder nicht, Daisy? Ja, ganz genau. Da hast du recht. Das kommt aber vor allem auf die inneren Werte an. Das kann es doch nicht sein. Das würde ich auch sagen, Daisy. Aber ganz ehrlich, wisst ihr was, Leute? Ich werde heute auf jeden Fall der Allerbeste werden. Schildkrötengang, lasst alle ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir direkt einmal unsere nächste Form nehmen, und zwar die Steinform. Dann los, Leute. Like und abonnieren. 1, 2, 3. Lasst jetzt ein Like und abonniert direkt den Kanal. 3, 2, 1 und boom. Schaut euch das mal an, Leute. Jetzt sind wir einfach in der Steinform und sind super hart. Warte mal. Hey, Oxy, du hast schon die Steinform freigeschaltet. Boah, du bist einfach jetzt ein Stein geworden. Ne? Boah, du bist ja voll stark. Hey, willst du etwa heute alle Mädchen wissen oder was? Du willst alle Mädchen klären, ne? Oh ja, ganz genau. Ich werde heute sowas von alle Mädchen klären. Ich bin auch ein Stein. Wo einen bist du bitte? Ich bin hier hinten, aber einen Moment mal. Yo, Daisy, bist du das etwa? Warum bist du bitte noch so dick? Oh Mann, ich habe gerade erst angefangen, Oxy. Aber du siehst schon richtig gut aus. Ich sehe schon richtig gut aus. Oh ja, willst du mal anfassen? Schau mal, ich habe einen richtig krassen Sixpack, nicht wahr? Ich habe einen härteren. Oh nein, Ossi, ich habe einen härteren Sixpack. Ey, Ossi, hör mal zu. Ich werde heute alle Mädchen hier in der Lobby klären. Ich bin der allerstärkste Junge. Oh, warte, ich das mal. Das sind ganz viele Gymrats, Leute. Aber ich bin die stärkste Gymratte. Schaut euch das mal an. Bam, 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 bam. Hier hintereinander. 100 Stück. Ossi, siehst du das oder was? Ossi, siehst du das oder Let's wie? Go. Oh ja, ganz genau. Ich werde heute der allerstärkste werden. Ich sag dir ganz ehrlich, Ossi, ich bin die allerstärkste. Und Ossi ist der stärkste. Du und Daisy, ihr seid beide schlecht. Einfach auf dich. Ey, was sagt ihr denn da bitte? Ey, Daisy, wir sind nicht schlecht, oder? Ja, okay, du vielleicht ein bisschen. Ja, du bist noch ein bisschen dick, aber ich bin nicht schlecht, oder? Nein, du bist gar nicht schlecht, Oxy. Ich bin noch nicht so die größte Gymratte. Oh ja, das stimmt. Du bist echt noch ein bisschen am Anfang. Aber ich würde sagen, schau dir das mal an. Okay, Leute, schaut euch mal alle das an, ja? Und wir fangen direkt an. Zack. 1 und 2 und 3. Na, Leute, was? Seht ihr das? Wie oft ich das hintereinander mache? 100.000 Kilogramm. Wow. Hey, Oxy, ich bewundere dich gerade total. Warum bist du bitte so gut? Alter, du machst das ja richtig gut. Oh, du bist zwar mein Bruder, aber ich finde dich ja echt voll heiß gerade, wirklich. Alter, Ellie, was redest du bitte? Du bist doch komplett wahnsinnig, ganz ehrlich. Ey, schau dir das mal an, hier vorne. Siehst du, aus Daisy nah? Ist das nicht voll heftig, oder wie? Warte mal, Oxy, das kann ich doch auch. Schau mal. Warte mal, du kannst das auch? Oh nein, ja, das ist echt überhaupt nicht gut. Ich alles auch. Na gut, probier du doch mal. Ich kann das hier vorne genauso gut finden. Dann schau dir das mal an. Bum, bum, bum. Das ist ja schneller. Guck dir das mal an, wie krass ich hier einfach meinen Bizeps trainiere. Diesen kleinen ich Bizeps kann mich dort. Nicht entscheiden. Ihr seid beide gut. Macht doch einen Wettbewerb draus. Ich sag dir ganz ehrlich, also ich finde Oxy gerade richtig gut, ne? Aber ich finde auch Ossi voll stark. Aber ich werde trotzdem die allerstärkste. Haha, Oxy, du bist mein kleiner Bruder. Und dass ich dich heiß finde, war auch nur ein Spaß, Junge. Du bist mein stinkender Bruder. Du bist immer schwach. Ey, warte mal, was redest du bitte, Ellie? Wieso willst du mich so anlügen? Man kann doch mal... Oh Mann, das kann es doch nicht sein. Ganz ehrlich, Schildkrötengang, ich werde der allerstärkste werden. Und dann werden mich alle Mädchen mögen, Mann. Mir egal wer. Und du wirst mich auch dann mögen. Verstehst du das, Layout, Daisy? Ihr werdet mich alle mögen dann, weil ich so richtig stark werde. Oh Mann, Oxy, du bist nicht so hart wie ein Stein. Du bist so hart wie ein Beton. Warte mal, so hart wie Beton. Ganz ehrlich, Ossi, du bist einfach weich. Schau dir das mal an. Bam, ich zertrampel. Und wisst ihr was, Leute? Nein, ihr könnt hier nein, ruhig nein. einfach ein bisschen chillen beim Strand-Gym, denn ich bin schon im nächsten Gym. Schaut euch das mal an. Schildkrötengang, schreibt mir jetzt in die Kommentare rein, falls ihr das Spiel auch spielt. In welchem Gym seid ihr eigentlich schon? Seid ihr im Strand-Gym? Dann eine 1 in die Kommentare, eine 2 in die Kommentare für U-Bahn-Gym und eine 3 in die Kommentare für das Gym. Oh
Oh ja, da bin ich echt mal richtig gespannt. Und eine 4, wenn ihr einfach ein anderes Gym seid. Aber ich denke, hier bei den ersten 3 sind die meisten. Okay, Leute, ich gehe direkt zum U-Bahn-Gym. Tschüss. Wuhu, Schildkröten-Gang. Wir müssen mal ein bisschen unsere Ausdauer trainieren. Na, seht ihr das? Wow, Oxy, wie machst du das denn bitte? Alter, du bist ja richtig schnell. Man sieht gar nicht, wie schnell du läufst. Du bist so schnell gewesen. Ich bin so langsam im Gegensatz zu dir. Du machst es richtig gut. Oh ja, ich mache das auch richtig gut. Schaut euch das mal an. Ich bin jetzt schon einfach bei 30.000. Ich bin gerade einfach bei 144 Stärke pro Sekunde, Leute. Ich werde einfach so der Allerbeste. Was denn, Ussi? Ich bin halt einfach viel stärker als du. Ich habe mir kurz rausrecherchiert und damit werde ich auch viel, viel stärker als du sein. Hey, Ussi, du mal mit deinen Codes. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde mir erstmal hier ein paar neue Sachen holen. Und zwar einmal hier den Roll Rate, Leute. Dann werde ich mir einmal das hier holen und das hier holen, Leute. Und das werde ich mir auch noch holen und das hier auch noch. Und jetzt werde ich einfach alles nacheinander essen und trinken, damit ich einfach super stark werde. So, bam, bam, bam. Es reicht mir, Leute. Bam, bam, bam. Perfekt. Und jetzt werde ich komplett hier ein bisschen reinhauen. Let's go. Bisschen ein paar Klimmzüge, Leute. Alter, schau dich mal einfach meine Klimmzüge an, wie gut ich die einfach mache. Junge, Junge. Was? Wie machst du das denn bitte? Oh ja, natürlich ist das gut. Bam, 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 bam. Bisschen die Brust trainieren, bisschen den Rücken trainieren. Leute, Klimmzüge sind super OP. Ihr trainiert einfach damit einfach 3 bis 4 Bereiche gleichzeitig. Deswegen, ich empfehle auf jeden Fall, jeder draußen macht auf jeden Fall Klimmzüge. Und Leute, wir schauen mal bei die Statistik rein. Boah, wir sind ja schon richtig stark. Okay, wir müssen auf jeden Fall unsere Truhe, das heißt unseren Bizeps noch ein bisschen trainieren. Das können wir hier vorne auf jeden Fall machen. Oh ja. So, bam, ey, let's go, trainieren wir auch gleich die Schultern und den Bizeps mit. Let's go, ey. Leute, ich werde der Allerstärkste. Was? Nein, ich hole euch langsam auf. Ich bin gleich auch bei euch. Warte mal, du willst uns langsam aufhören? Niemals. Aufholen meine ich natürlich niemals. Ey, ganz ehrlich, weißt du was, Daisy? Ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen am Laufband trainieren, damit ich einfach richtig schnell werde. Weißt du, es kommt nicht nur auf die Stärke an, sondern auch auf die Schnelligkeit, weil Ausdauer ist auch wichtig. Was bringt es dir, richtig stark zu sein, wenn du gar keine Ausdauer hast und direkt platt bist, hm? Warte mal, was, das sagst du? Also ich muss ehrlich sagen, Roxy, das macht schon Sinn, weil Ausdauer, dann muss man auch irgendwie rennen. Stell dir mal vor, irgendwas passiert und du musst wegrennen, dann bringt dir deine Stärke nichts, Ganz genau, genau das ist ja das, was ich sage, Ellie. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt auf 40.000, Leute. Ich push mich direkt einmal hoch auf 50.000. Oh nein, Roxy, hast du die Codes auch gefunden? Warte mal, die Codes? Oh ja, Schildkrötengang, stopp das Video jetzt mal gleich. Ich zeige euch mal alle, ich hab richtig krasse Codes. Schaut euch das mal an, Leute. Hier vorne kann man Codes einlösen und ihr könnt alle in meinen Videos einfach erfahren. Bam, es gibt einmal diesen Code hier, Leute. Dann gibt es einmal diesen Code hier vorne. Den geben wir auch noch einmal ein. Bam, perfekt. Dann, Leute, es gibt diesen Code hier. Der ist richtig stark. Dann, Leute, wir haben hier vorne noch einmal diesen Code hier. Checkt den mal ab. Bam, bam, bam. Und, Leute, das Ding ist, ich habe noch krassere Codes. Bam, bam, bam. Wir werden einfach jeden einzelnen einlösen, damit wir einfach die Allerstärksten werden. Boom, schaut euch das mal an. Wow, Axi, ich werde kurz das Video pausieren und mir alle Codes rausmerken. Oh ja, ganz genau, Leute. Spult ruhig eben zurück und gönnt euch die Codes, wenn ihr wollt. So, bam, jetzt erstmal schön hier alles einmal an sich reinpfeifen. Oh, Axi, bam, 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 bam. Bum, bum, bum. Ja, klar bin ich auch hier. Schau mal, was und ich jetzt alles bekommen habe. Ussi, das ist mir egal. Jetzt werde ich auf jeden Fall der Allerstärkste werden. Komme, was wolle. Oh ja. Oh, schaut euch das mal an. Alter, wie stark werde ich bitte gerade, Leute? Schaut euch das mal an. Wow, Ussi, du bist ja voll gut. Hey, ich glaube, du bist sogar schon so gut, dass du gleich sogar einfach Leia beeindrucken kannst. Warte mal, Leia beeindrucken, wirklich? Das wäre echt richtig fantastisch. Denkt ihr, ich schaffe es, Leia zu beeindrucken, Leute? Nein, schaffst du niemals. Was? Schaffst ich schaffe es nicht. Ich glaube an dich. Daisy glaubt an mich, das reicht mir schon. Ussi, wenn du nicht an mir glaubst, ist mir das ganz egal. Daisy glaubt an mich und ich werde es auf jeden Fall meistern, Mann. An mir heißt das. An mir? Oh Mann, dann halt's an mir. Mir auch egal. Ich werde auf jeden Fall der Stärkste werden. Oha, Schildkrötengang. Schau euch das mal an. Wir haben jetzt schon hier einfach bei der Statistik schon richtig viel geschafft. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen unsere Bauchmuskeln, unsere Kerle, unseren Vorarm trainieren. Das können wir hier vorne machen. Hier ist der Business, Leute. Der Bizeps ist hier vorne einmal, Leute. Hier ist, glaube ich, der, warte mal. Kalb, ja, hier. So, let's go, Leute. Bam, bam, bam. Ich sag dir ganz ehrlich, das hier ist persönlich in Real Life meine Hassübung, Leute. Das tut immer so krass weh an den Beinen. Meine Lieblingsübung zeige ich euch gleich mal, Leute. Meine Lieblingsübung in Bizeps. In Real Life ist einfach der Bizeps. Du bist in den Bizeps zu trainieren. Oh ja. Maxi, du trainierst am liebsten den Bizeps. Weißt du, was ich am liebsten trainiere? Ich trainiere am liebsten. Du weißt ja schon. Warte mal, Ellie, was meinst du bitte? Was trainierst du bitte am liebsten? Natürlich meinen Nacken. Was denkst du denn? Deinen Nacken. Oh Mann, Ellie, du bist komplett verrückt. Ganz ehrlich, ich bin der Allerstärkste, Mann. Du kannst nicht mithalten mit der Schildkrötengang. So, boom. Check das mal ab, Schildkröten, Leute. Wir sind gerade einfach schon richtig stark. Wow, wie stark werde ich? Bam, bam, bam. Ussi, du und stark. Ich werde super stark. Das weißt du selber. Nein, das wirst du niemals.
brauchen, stark werden. Doch. Dafür haben sie ja starke Jungs. Oh ja, oh, ganz nein. Genau. Schau, das stimmt auf jeden Fall. Weißt du was? Wir beschützen auf jeden Fall Ellie und Daisy und Leia. Ne, Leia und Daisy? Oh ja. Oh ja, das würde ich auch sagen. Let's go, mal endlich das erste Mädchen, das zugibt. Warte, schreibt mal unbedingt in die Kommentare. Ja. Seid ihr eigentlich ein Mädchen oder ein Junge? Ich bin echt mal voll gespannt, wie viele Mädchen es unter euch gibt. Und ich viele bin Jungs, ein Junge. Gibt. Ich, du bist ein ich bin auch eine Banane. Ich dachte immer, du bist ein Mädchen, Ussi. Seit wann bist du denn ein Junge? Nein, Spaß, Ussi. Okay, let's go. Leute, ihr müsst auf jeden Fall unseren Bizeps trainieren. Wartet mal. Hier vorne kann ich, glaube ich, den Stiefel. Ist das der Bizeps? Also, wir checken warte mal, wer ist dieser Typ hier neben mir? Der ist ja ein Stein, Digga. Ein Stein? Ussi, ich bin ein Stein, Junge. Ussi, ich bin ein Stein. Nein, das bist du nicht. Das ist ein Faker von dir. Der nein. Schau dir das mal, Ussi. Ich trainiere gerade einfach meinen Bizeps und ich werde richtig stark. Das sind doch nur 10 Kilo oder so. Das sind 10 Kilo. Leute, seht ihr, ich habe gerade einfach hier vorne, wie viel Kilo habe ich eigentlich dran? Kann ich das eigentlich nehmen hier? Ich habe gar keine Ahnung, wie viel Kilo ich hier dran habe. Aber ich habe bestimmt richtig viel Kilo schon an meinen Beinen, oder nicht, Ussi? Oh nein, das sind doch nur 10 Kilogramm. 10 Kilogramm, ja, ja, Ussi. So, ich würde sagen, Leute, jetzt muss noch ein bisschen die Schultern trainieren einmal. Hier vorne direkt. So, bam, bam, bam. Wir müssen noch ein bisschen unseren Vorarm einmal trainieren. Zack, 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 zack. Oh Mann, Schildkrötengang. Wir sind gerade einfach super stark. Schaut euch das mal an. Na los, na los, na los, na los, na los. Ich aktiviere jetzt einfach mal meine Aura, Leute. So, bam, ey. Jetzt werde ich einfach mal richtig stark mit meiner Aura hier. Bam. Und man kann sich auch richtig coole Auren holen. Hast du auch schon eine gute Aura oder was, Ussi? Mann, ich habe eine 0,1 seltene Aura. Das haben nur 0,1% Spieler bekommen. Warte mal, dein Ernst? Hast du im Ernst hier vorne so eine krasse Aura oder was? Oh ja, ganz super genau. Super Saiyajin? Oha. Aber ich will auf jeden Fall mythische Aura erreichen. Das ist super Instinkt. Das will ich auf jeden Fall schaffen heute noch. Ich sag dir ganz ehrlich, das schaffst du niemals. Du wirst es nicht mal schaffen, in die nächste Runde zu kommen. Oh ja. Ich werde es nicht mal schaffen, in die nächste Runde zu kommen. Doch, natürlich. Schaut euch das mal, Leute. Ich muss nur noch hier vorne meinen Bizeps und ein bisschen meinen Rücken trainieren. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. So, bam. Let's go, let's go, let's go. Hier vorne einmal ganz schnell noch ein bisschen trainieren, Leute. Zack, 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 zack. So, bam, let's go. Und zack, na los. Gibt dir schon Mühe, King Oxy. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, nur noch meinen Bizeps und dann hab ich's gleich. Ach, ich bin noch immer ganz am Anfang fast. Du bist immer noch ganz am Anfang? Oh Mann, Daisy, du tust mir echt schon ein bisschen leid, weißt du das? Naja, ich würde sagen, Schildkrötengang, für Mitleid ist hier keine Zeit. Ich muss nur noch meinen Bizeps trainieren und dann habe ich es. Warte mal, wo kann ich meinen Bizeps trainieren? Hier direkt. So, bam, 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 Schildkrötengang, lasst alle jetzt unbedingt nochmal ein Like, da abonniert diesen Kanal, hier aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Und ich würde sagen, Leute, wir sind direkt in der nächsten Stufe und 3, 2, 1, boom, ey. Leute, wir sind im nächsten Gym. Leute, ich habe es geschafft, ich bin einfach im nächsten Gym. Alter, was bin ich bitte für eine Bestie jetzt geworden? Junge, sehe ich stark aus. Oh, wow, du siehst richtig stark aus, Alter. Daisy, gefällt dir, ne? Das sieht doch richtig gut aus, oder nicht? Mhm. Also, Oxy sieht schon besser aus als Uti, das muss man schon sagen. Oh ja, yeah, Schildkrötengang, hört ihr das? Heißt ich, Uzi. Alter, ich schaffe es einfach, alle Mädchen gerade zu wissen, Junge. Ey, Daisy, wie findest du mich so? Hm, wie findest du mich? Habe ich ein Sixpack? Bin ich super stark? Also, du siehst schon besser aus als Uti. Und es heißt nicht Uzi, es heißt Uti. Ich nenne mich, wie nein, ich will. Es heißt Uzi, Junge. Egal, ich würde sagen, Daisy, du findest mich auf jeden Fall heftiger. Ich würde sagen, Leute, ich kann jetzt direkt die nächste Stufe kaufen, und zwar die Metallstufe. Let's go. Und bam, ey. Ah, warte mal, wir müssen erstmal in die nächste Welt einmal gehen, Schildkrötengang. Hier vorne einmal bei Turnhalle. Bam. Wir sind jetzt in dem Gym, Leute. Das kaufen wir einmal für 10.000. Und jetzt holen wir uns hier vorne noch einmal die nächste Stufe für 5.000. Bam. Und jetzt checkt das mal ab, Leute. Jetzt bin ich einfach. Bam, bam, bam. Boah, warte mal. Hä? Leute, ich bin wieder komplett schwach. Was soll das denn jetzt, Schildkrötengang? Du bist so dick. Warte mal, so dick. Nein, ich bin nicht dick, aber ich bin voll dünn auf einmal. Warte mal, aber ich bin jetzt in dem nächsten Gym. Ich gehe direkt rein, let's go. Und boom, direkt im nächsten Gym angelangt. Oha, hier sind nur die Besten von den Besten, ganz genau. Und hier werde ich auf jeden Fall auch zu den Allerbesten werden. Wisst ihr das eigentlich, Leute? Ich werde jetzt komplett nochmal mich hochtrainieren und dann werde ich einfach richtig stark sein. Nein, das willst du niemals. Oh doch, das werde ich. Aber ich würde sagen, ich habe alle Mädchen heute gerissen. Freunde, im heutigen Video werden wir zur größten Schlange und ich werde probieren, alle Mädchen in der ganzen Lobby zu risen und zu klären. Und dabei werde ich mir das Heftigste im ganzen Spiel kaufen, um extrem groß zu werden. Das bedeutet, ich werde 100.000 Euro ausgeben. Oh yeah. Also, ungefähr. Lasst ein Like und ein Abo da und wir starten direkt rein. Let's go. Liken, abonnieren. Boom. Alle haben geliked und abonniert und wir sind direkt drinnen, Leute. Ihr seht schon, wir starten direkt rein mit dem Schlangensimulator. Mit dabei sind Orxina und Ussi. Was geht ab, Freunde? Was geht ab? Ich werde hier jeden risen. Auch dich, Orxi.
Hey, Axi, Ussi ist schon voll groß. Der ist auf 1000 Stärke. Hey, Bubu-Bär, du bist doch größer als er, oder nicht? Warte mal, natürlich werde ich größer als er. Oh nein, Leute, ich bin gerade mal bei 50 und wer ist der Weiße dort vor mir? Du kannst ja mal raten, wer das ist. Na, Axi, alles gut bei dir? Ich bin heute der König und ich werde jeden auffressen. Warte mal, was? Was soll das denn bitte? Okay, unser Ziel ist es natürlich, Leute, jeden zu wissen, in der ganzen Lobby jeden zu klären, sodass mich jedes Mädchen in der Lobby hier liebt. Aber Leute, unser Ziel ist natürlich auch jeden Einzelnen hier aufzufressen. Ist doch ganz klar. Axi, du willst ihn auffressen? Schau mal, ich bin hinter dir. Ich werde dich auffressen. Ich habe so großen Hunger, Axi, Baby. Warte mal, was? Alter, das Axi, da lass mich in Frieden. Nein! Alter, was soll das denn bitte, Axi? Du hast einfach meinen Schwanz gegessen. Oh ja, und jetzt werde ich auch noch deinen Kopf aufessen. Na los, komm schon her, Bubu. Du, meinen Kopf aufessen? Schau mal, Billy kommt. Oh nein, lass mich in Frieden, Axi. Lass mich in Frieden, lass mich in Frieden. Nein, 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 bitte nicht. Nein! Das kann es doch nicht sein, Axi. Was soll das? Ich bin extra nicht reingegangen. Jojo. Ja, Axi, ganz genau. Du wusstest nur nicht mehr, wo du hin sollst. Du wirst niemals gewinnen. Oh Mann, Leute, es reicht mir. Ich muss unbedingt die größte Schlange der ganzen Welt werden. Das war so ein dummer Tod. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, Leute. Allen nochmal ein Like da lassen. Wir holen uns direkt dieses Dreifach-Schlupfei. Schaut das ganze Video bis zum Ende an, Leute. Let's go. Wir uns direkt. Und ich hoffe, dass wir was krass bekommen. Bitte, bitte was krasses. Bitte was krasses. Bitte was krass. Und wir schauen direkt einmal rein, Leute. Was haben wir bekommen? So, ein Ei öffnet sich direkt, Leute. Und wir schauen, was drin ist. Wow. Wir haben einfach nur eine ganz normale Schlange. Die sieht aus wie Billy. So, wir öffnen nochmal drei Eier, Leute. Wir schauen mal direkt. Und kriegen wir diesmal was Gutes? Jawohl, wir haben hier auf jeden Fall in der Mitte eine geile Schlange. Eine Cyberschlange. Und wir haben sogar eine Kuhschlange bekommen. Okay, Leute, nochmal drei Eier. Bitte, bitte, bitte. Und boom, let's go. Alter, wir haben richtig krasse Schlangen. Schaut euch das mal an, Leute. Die Kuhschlange ist zwar legendär, aber die ist nicht so gut wie die Eisschlange. Deswegen nehmen wir direkt einmal die Eisschlange. Oh yeah. So, und boom, wir sind drinnen. Wir müssen ganz schnell uns hochfahren, Leute, um einfach jeden aufzufressen. Let's go, let's go, let's go. Ich finde sowas von riesig. Hey, Axina, bist du auch schon wieder drin? Schau mal, Lucy ist jetzt schon bei 5000. Er ist richtig groß. Und er wird noch die allergrößte Schlange der ganzen Welt. Warte mal, Ussi, du willst die größte Schlange der ganzen Welt werden? Ah, Oxinas, dann lass mich diesmal in Frieden. Schnell weg hier, Leute. Alle Oxinas, kommt einfach auf mich zu. Was soll das? Hey, einen Moment mal, Oxi, warum hast du so einen coolen Skin? Hey, ich will den auch haben. Komm her, wenn ich dich fresse, dann kriege ich den bestimmt. Warte mal, was? Auf gar keinen Fall. Ich werde nicht zu dir kommen. Okay, Leute, ich muss ganz schnell weg hier. Ich muss wirklich die allergrößte Schlange werden, um einfach Oxina aufzufressen. So, schnell in den Tunnel rein, da willst du mich nicht sehen. Ah, Ussi, komm, dann los, schnell rein, bam. Willst du Ussi sie einfach bestimmt jagen? Ich schau mal, Leute. Leute, da kommt Billy und jetzt werde ich euch beide auffressen. Hey, Billy, lass uns in Ruhe. Ah, nein, bitte nicht. Haha, Leute, da wird jetzt verfolgt. So, ich würde sagen, ich muss hier ganz schnell aufessen. Alles, schmeckt das lecker. Und ich muss richtig groß werden. Ich muss mich echt schnell beeilen. Boah, können wir am Glücksrad drehen? Nee, leider nicht, Leute, leider nicht. Aber ich muss richtig riesig werden. Ich will unbedingt der Allergrößte sein und hier ihn auffressen und hier das Mädchen hier klären. Ich bin zwar dein Fanmädchen, mein Bubu-Bär, aber irgendwie sieht es so aus, als würdest du mich heute nicht klären können. Mal was? Na klar, werde ich dich klären. Warte doch nur ab, wie groß ich noch sein werde. Ich bin jetzt schon bei 500, ne? Ich bin schon die Hälfte von dir, obwohl ich jetzt erst reingekommen bin. Du bist schon die ganze Zeit hier. Leute, ich bin hier vorne die Kuhschlange und ich werde jeden von euch fressen. Macht euch mal keine Hoffnung, denn ich bin jetzt schon bei 22.000. Ja, Billy, es stimmt. 22.000 ist echt eine ganz schöne Menge, aber denk nicht, dass King Oxy nicht noch viel, viel größer als du werden kann, denn das werde ich. Let's go, Leute. Wir werden einfach richtig riesig. So, bam, bam, bam. Da vorne kommt, wer ist das bitte? Das ist, glaube ich, Billy, ne? Ich komme rein in den Tunnel, Oxy. Denk nicht, dass du mir entwischen kannst. Ja, Oxy, bist du etwa auch im Tunnel drin? Ich komme zu dir, Baby. Warte mal, was? Oxina ist hier auch drin? Ah, Oxina ist hier. Schnell weg hier, Leute. Ich muss schnell die andere Richtung, glaube ich, gehen, weil der andere wird wahrscheinlich von dort kommen. So, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Ich muss hier ganz schnell fliehen. Let's go, let's go. Oh, oh nein, ich bin hier drin. Oh nein, lass mich in Frieden, lass mich in Frieden. Ah, Oxina, renn weg. Oxina, renn um dein Leben. Wir müssen jetzt wirklich beide fliehen, ganz ehrlich. Ah, schnell weg hier, Leute. Ah, du hast recht, Oxy. Ich werde dich doch nicht fressen. Komm, wir müssen hier zusammen schnell weg. Der ist viel zu groß. Ja, das ist er, das ist er. Warte, ich habe eine Idee, Leute. Bevor mich einer von den beiden noch auffrisst, hol ich mir ganz schnell ein Schild. Na los, schnell, Leute. Schreibt alle Oxy die Kommentare schnell. Bitte, bitte, bitte. Und boom, let's go, Leute. Jetzt wird mir niemand was anhaben. Tschüss, Baby. Du kriegst mich nicht. Let's go, Leute. Oh yeah. Warte mal, was, Oxy? Jetzt verfolgt er mich. Bitte nicht. Hilfe. Okay, Leute. Wir haben ein Schild von ganzen 5 Minuten. Und in diesen 5 Minuten kann ich auf jeden Fall probieren, richtig viel zu fressen. Oh yeah, let's go, Leute. Und ich sehe gerade, Alter, Luke hat einfach 3-mal Oxy in die Kommentare geschrieben und Ussi auch 5-mal. Ussi, hast du einfach mein Video gerade kommentiert? Oh ja, natürlich. Ich kommentiere immer deine Videos, nur ich bin immer versteckt. Okay, Ussi, so, ich würde sagen, Leute, wir fressen hier ganz schnell mal die ganzen Tauben auf. Leute, kommentiert mal unbedingt euren Roblox-Namen, falls ihr in meine Roblox-Gruppe wollt. So, Leute, damit wir noch viel, viel schneller richtig werden, holen wir uns direkt die VIP-2-Zone. Oh yeah, let's go. Auf geht's rein da, Leute. Und hier werden wir uns einfach alles genehmigen. Let's
let's go. Mama, Mama, ihr schmeckt ganz schön lecker. Dankeschön. Hier sind Frösche drinne, Eichhörnchen, Leute. Oh yeah, hier ist so viel drinne und dadurch werde ich einfach richtig riesig. Warte mal, was, Oxy? Du bist in der VIP-Gruppe. Warum das denn bitte? Warum wirst du so schnell auf einmal so groß? Du bist jetzt schon bei 2000. Keine Ahnung, woran das liegt wirklich. Oh Mann, Oxy, ich bin schon bei richtig Stufe riesig, 3030. Leute, ich werde sowas von groß und werde jeden aufessen. Schaut mal, wie die alle Auge machen, weil ich hier nicht reinkomme. Oh yeah, Mama, Mama, schmeckt das alles sehr, sehr lecker hier drinne. Alter, Leute, let's go. Schau dich das mal an. Du kommst hier nicht rein und ich werde dich fressen, wenn ich hier rauskomme. Ey, Oxy, lass ihn in Ruhe. Das ist mein Freund. Du darfst ihn nicht auffressen. Ey, Oxy, du wirst voll schnell voll. Ich habe das Gefühl, du wirst echt jeden aufholen, ne? Oh yeah, das werde ich auch. So, bap, 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 bap. Leute, wir werden ganz schnell hier richtig riesig einmal. Alter, wir sind schon bei 7000. So, let's go. Und wir haben dich eingeholt. Oh, ich habe dich einfach eingeholt. Ich bin größer als du, Broski. Warte mal, was? Du bist ja größer als ich. Oh nein, du musst unbedingt diese anderen auffressen. Die hat gerade Oxy aufgefressen. Was soll das denn bitte, Oxy? Warum bist du da einfach in der VIP-Zone? Komm da sofort raus. Das ist Schummeln. Du darfst da nicht rein. Tja, Oxy, das Video heißt halt, dass ich hunderte von tausenden Euros ausgebe und meine ganzen Fanmädchen aufessen werde. Ganz genau, ich meine dich, Billy. Ich werde jeden heute aufessen, Leute. Ich werde jeden heute klären. Ich werde der Allergrößte sein hier im Schlangensimulator. Oh Mann, Oxy, du wirst langsam echt zur Gefahr. Ich muss dich, glaube ich, echt ausschalten. Du bist viel zu groß geworden. Billy, du und mich ausschalten? Ich glaube eher weniger. So, Leute, wir sind jetzt schon bei 11.000. Das bedeutet, wir können eigentlich schon direkt hier erstmal rausgehen und einfach mal die anderen fressen. Schau mal, vor mir ist zum Beispiel einer, den ich fressen möchte. Komm her, ich will dich fressen. Ich habe ganz schön großen Appetit auf dich. Oh yeah, Baby. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe es auf diesen Kollegen hier von Billy abgesehen. Den will ich unbedingt fressen gehen. Aber wie willst du das bitte schaffen? Du bist noch nicht annähernd so groß wie er. Hey, ich verstehe das nicht. Ach ja, es wird mein Trick sein. Check mal ab, was ich jetzt machen werde. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Jungs, die doppelte Größe. Alle Liken abonnieren, Leute. Let's go. Boom. Und wir fressen ihn auf. Oh yeah. Let's go. Jetzt können wir ihn auch schon fressen. Let's vorne. Go. Let's mach go. An jetzt wir haben gefressen. Einfach mich und Oxy aufgefressen. Leute, ich bin einfach Größe 30.000. Junge, Junge, Junge. Ey, die werden ihr blaues Wunder erleben. Die sind sowas von sauer, Junge Billy. Alter, Oxy, was soll das? Lass uns in Frieden, du darfst es nicht essen. Warum tust du das? Bitte nicht. Ja, ja, jetzt bettelst du um Gnade, ne, Billy? Aber ich werde keine Gnade walten lassen. Komm her, ich friss dich auf. Oh yeah, Leute, ich bin komplett riesig. Ey, ganz ehrlich, schau dir das mal an. Oxy, ist nur noch ein Kopf, der vor mir wegrennt. Siehst du das? Oh ja, na, ich schnapp ihn schon. Er will gleich mich auffressen. Warte mal, er frisst mich auf und dann kannst du ihn einfach auffressen. Schau mal. Warte mal, was? Hey, das macht gar keinen Sinn, Oxy. Tu das nicht, tu das nicht. Du auffass dich doch nur. Los, ich probier's, aber es funktioniert noch nicht. Los, Oxy, geh da einfach rein. Na los, Oxy, geh einfach rein in ihn. Ey, was habt ihr vor? Autsch, ich wurde wieder gefressen. Das ist doch unser Trick. Wir werden dich nicht mehr entkommen lassen. Leute, ich lasse ihn auf jeden Fall nicht mehr entkommen. Ich werde ihn sowas von auffressen. Oh ja, ich renne mal zu deiner Richtung. Hey, Oxy, Bär, wenn du es geschafft hast, ihn aufzuessen, dann hast du mich auch geklärt, okay? Was wirklich? Let's go, Leute. Wir werden es schaffen. Und dann kann ich auch vielleicht sogar Lea irgendwann klären. Das wäre auch richtig cool. Let's go. So, Leute, wir sind bei Größe 43.000 und langsam bist du in der Sackgasse, ne, Billy? Hä? Warte mal, was? Nein, bitte nicht. Na los, Oxy ist in der Sackgasse. Jetzt hast du ihn gleich. Ja, ich hab ihn gleich. 3, 2, 1, komm schon, ja, Billy. Jetzt hab ich dich, Junge. Ich werd's auf deinen Kopf abgesehen haben, Billy. Mir ist dein Schwanz ganz egal. So, let's go, let's go, let's go. Er ist in der Sackgasse, Leute. Mir egal. Bitte, bitte, bitte. Und bam, let's go, Leute. Wir haben mir auf jeden Fall schon ein paar Hits gegeben. Let's go, Billy. Gleich war's das mit dir. Du bist nur noch bei 15.000. Ich werd dich auffressen. Hey, Oxy, du hast es fast geschafft. Gleich hast du ihn. Er hat sich ein Schild gekauft, dieser Blödmann. Oxy, jetzt hau ich ab. Ich hab ein Schild. Lass mich in Frieden. Na gut, Billy, aber dein Schild ist schon weg. Komm schon her. Ich hab richtig Hunger auf Billy. Leute, ich bin aber bei Größe 50.000. Junge, Junge, Junge. Armer Billy, wir lassen ihn mal leben, Leute. Und gehen mal auf den Typen dort hinten. Oh yeah. So, mal schauen, wer in meinem Tunnel ist. Neue Regeln herrschen hier nämlich. Wer in meinen Tunnel reingeht, den werde ich auffressen. Oh yeah, ganz genau. So, ich würde sagen, wir stecken uns hier erstmal im Tunnel drinne und schauen erstmal, bis jemand kommt. Hey, Oxy, wow, na, ist da bei dir? Lecker. Und bam, hier oben ist ja einer, Leute. Der will, glaube ich, Rache oder so, ne? Du willst wohl Oxina fressen oder wie? Dann werde ich dich zuerst fressen. Sprinten, Oxy. Ich weiß, dass ich sprinten kann, Oxy. Oh, hey, Oxy, du bist echt so riesig. Bitte beschütze uns, da will mich jemand fressen. Boah, lass meine Untergebenen in Ruhe, Leute. Ich bin ab heute einfach der allergrößte König hier. Und ich würde sagen, ich werde euch alle sowas von klären. Hey, Oxy, na, habe ich auch schon geklärt? Habe ich schon Oxy geklärt?
Warte mal, mich geklärt, mich hast du erst geklärt, wenn du diesen einen Typ mit 14.000 holst. Hey, Axi, du bist so groß, mich hast du auf jeden Fall geklärt, du bist richtig riesig. Oh ja, Ussi, pass mal lieber auf, ja, du schützt unter meinem Schutz und da vorne wollte dich gerade jemand fressen, mal, der dich beobachtet. Alter, Leute, ich bin wirklich super, super riesig, ich bin der Größte der Lobby, oder nicht? Oh ja, ich glaube schon, Axi, aber du bist dieser echt eine der Größte. Aber du kannst noch viel größer werden, hast du eigentlich noch einen anderen Skin? Noch einen anderen Skin hab? Ja klar, check das mal ab, ich habe hier noch diesen Kuh-Skin hier, ist das nicht richtig cool? Ich kann auch eine Kuh sein einfach. So, Leute. Das da vorne kommt ja dieser eine, den ich vorhin schon fressen wollte. Ich glaube, ich werde es jetzt auch direkt tun. So, oh, bam. Ja, cool. Jetzt war es das mit dir, mein lieber Scholle. Ich habe großen Appetit. Lecker, lecker, lecker. Dankeschön. So, ich kenne mir hier noch im VIP ein bisschen. Mann, ist das hier alles sowas von lecker, ganz ehrlich. Oha, hey, Oxy, bitte lass mich auch in den VIP-Bereich. Ich will auch zu dir. Du beschützt uns ab jetzt immer vor großen Gefahren, okay? Ich will da auch rein. Na, oh los, yeah, ihr beide steht jetzt unter Schutz von König Oxy, Leute. Ich bin mal bei 60.000 Größe. Junge, Junge, wie riesig ist das bitte? Jetzt mal ganz ehrlich, schreibt mal in die Kommentare rein. Wie groß wart ihr schon in dem Spiel hier? Oh Mann, ganz ehrlich, ich bin jetzt so sauer, weil Oxy mich nicht einfach reingelassen hat. Ganz ehrlich, Oxy, na komm her. Warte mal, was, ey, Ussi, du darfst ihn nicht fressen, ne? Was hast du bitte vor? Ja, komm her, ich werde dich auffressen. Hey, Oxy, rette mich bitte. Was Oxy sagt. Ussi dreht durch, er will mich fressen, er wird schon zu Billy am Ende. So ist gut, Ussi, na los, friss sie auf, komm auf die böse Seite. Warte mal, ja, was? Auf gar keinen Fall. Ussi, ich werde dich davon abhalten, du wirst ihn nicht fressen, ganz ehrlich. Schön Gang mit aller Macht, wir werden ihn auffressen. So, wir nehmen nochmal diese Eistarnung hier. Boom, jetzt reicht es mir, Ussi. Ich bin der König hier. Na los, Oxy, renn schnell weg, renn schnell weg. Nein, bitte nicht. Wow, Oxy, was machst du denn hier? Es tut mir leid, das war nicht so gemeint. Na los, okay, Oxy, wenn es nicht so gemeint war, dann bleib doch stehen. Na los, zeig mir doch, dass es nicht so gemeint war. Okay, es war nicht gemeint. Es war nicht so gemeint. Na gut, Oxy, ich würde sagen... Ich wollte Oxy mehr essen. Dein Ernst? Komm her, Oxy, jetzt werde ich auffressen, Junge. Gleich habe ich dich. Warte mal, was hast du bitte schon mit mir gemacht? Ich drehe mich automatisch. Was hast du bitte schön hier gemacht? Gleich habe ich ihn, Leute, gleich habe ich ihn. Ich kann mich nicht kontrollieren. Wir sperren da vorne einfach ein, Leute, So. So, ich hab ne Idee, Leute, wir manipulieren ihn einfach. Ussi, check das mal ab, ich kann mich auch nicht bewegen. Hilfe! Bam! Let's go! Das war's mit dir! Nein! Let's go! Wir haben jeden aufgefressen und ich würde sagen, Leute, 60.000 Größe reicht mir nicht. Wir wollen sogar noch größer werden. Wir sind jetzt einfach auf Größe 120.000, ne, 130.000. Let's go, Junge! Wir sind König der Schlangen! Nicht König der Löwen, wir sind König der Schlangen, Leute. Axi, du bist so groß. Kannst du mich bitte heiraten? Nein, Axi, aber ich wollte zu dem Punkt schaffen, wo du das sagst. Was geht ab, Schildkrötengang? Heute spielen wir wieder das Spiel, wo wir eine Vogelfamilie haben können, aber ich werde probieren, als heftigster Vogel all meine ganzen Fanmädchen komplett zu risen und zu klären. Und zwar so, dass die sich komplett in mich verlieben werden. Und genau deswegen, Leute, starten wir direkt rein mit dem Ei. Und ich würde sagen, wir nehmen hier einfach mal das Spitzei, denn jeder weiß, das Spitzei ist das beste Ei. Oh ja, Axi, ich bin auch da, aber jeder weiß, dass ich ihn klären werde. Einen Moment mal, du Ussi. Nein, Leute, ich werde es auf jeden Fall schaffen. Okay, wir haben direkt hier einmal das spitze Ei genommen. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier einmal die Farbe grün natürlich, denn jeder weiß, ich liebe die Farbe grün. Und ich nehme die Farbe gelb, weil ich mag gelb und ich werde jeden klären, auch Leia. Einen Moment mal, was soll das denn bitte? Na gut, Leute, hier können wir immer die einfachen Texturen machen, aber Leute, das ist nichts für uns. Denn mit diesen billigen Texturen will ich nichts zu tun haben. Lasst direkt ein Like und ein Abo da. Wir holen uns hier diese VIB-Texturen, Leute. 1, 2, 3. Like und abonnieren. Ich würde sagen, let's go. Wir holen uns die direkt, Leute. Und damit können wir auf jeden Fall unsere ganzen Fanmädchen klären. Lea, Oxina, alle werden sich in mich verlieben. Schaut euch das mal an, was für coole Tarnung es hier einfach gibt. Boah, Alter, das sieht richtig schön aus, das Ei. Guck mal, das glitzert hier, Leute. Das wird doch richtig ansprechend sein, oder nicht? Oder sogar das hier, Leute. Eine Seite ist einfach aus Holo. Aber ich würde sagen, Leute, heute entscheiden wir uns für dieses Ei hier, denn damit leuchten wir komplett, Leute, und haben einfach so eine... Ich denke, wir nehmen uns einfach dieses hier, Leute, und damit sehen wir echt extrem krass aus. Okay, ich würde sagen, jetzt brauchen wir nur eine richtig heftige Markierung. Und wir haben natürlich auch die fortgeschrittenen Markierungen. Wir nehmen uns eine, die richtig heftig ist. Und zwar die hier. Junge, 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 ist das cool. So, das Ganze stellen wir mal auf 75%, Leute. Dann machen wir einen Teil davon so ein bisschen in die Farbe hier. Bam, so, dass nicht komplett schwarz ist, sondern ein bisschen heller. Oh yeah, genau so. Und jetzt gehen wir zu den Effekten und machen einen richtig heftigen Effekt noch drauf. Ich würde sagen, welcher Effekt wäre heftig, Leute, der einfach so richtig mächtig aussieht. Boah, Leute, schaut euch das mal an. Wir haben einfach so ein Feuereffekt und so einen richtig coolen Eiseffekt. Aber zu meinem passt dieses Glühen hier, Leute. Oder auch das hier würde auch voll gut dazu passen. Dieses Glitzern. Ich würde sagen, wir gehen einfach trotzdem mit dem Feuereffekt, Leute. Damit wir richtig mächtig aussehen. Junge, Junge, check das mal ab. Okay, ich würde sagen, wir starten direkt.
direkt rein. Let's go. Mal schauen, wie meine ganzen Mädchen drauf reagieren werden. Und ich hoffe, es wird richtig gut. Boom, Leute. Wir sind direkt drin. Und man sieht's wie IB-Oxy, Leute. Ich habe ein richtig krasses Ei. Warte mal, da vorne ist schon Oxina. Was macht die bitte bei Ussi dort? Wow, hey, Ussi. Du siehst ja wirklich richtig gut heute aus. Weißt du, glaube ich, ich will echt dein Fan-Mädchen werden. Du siehst richtig schön aus. Oh ja, ganz genau. Ich sehe viel besser als Oxy sogar aus. Ein Moment, man sieht das gleiche gerade, was ich sehe. Yo, was geht ab? Hey, Ussi, Oxina, na, was macht ihr hier, ihr zwei? Oh, einen Moment mal, was ist dieses extrem krasse Ei hier? Alter, das sieht ja richtig gut aus und das brennt sogar. Oh, das sieht sowas von mächtig aus. Warte mal, was ist das denn, Alter? Das ist doch voll das Quatsch. Oh Mann, Oxina, was meinst du bitte schön? Das ist doch voll quatschig, Alter. Hey, warum Ussina, alles klar bei dir? Ich bin das, ich bin dieses quatschige Ei. Und weißt du auch warum? Ich werde heute das allerheftigste Ei sein und jeden einzelnen klären. Warte mal, du musst das heftigste Ei sein. Der sieht richtig gut aus. Hey, Oxy, bitte heirate mich jetzt sofort. Du siehst schon richtig heftig aus. Er ist doch nicht mal noch geschlüpft. Funktioniert das? Leute, schaut das Video bis zum Ende. Wir werden heute jeden klären und das einfach ausprobieren. Let's go. Oxy, irgendwie hast du da recht. Er ist noch gar nicht geschlüpft. Und Billy hier neben mir sagt auch, dass er nicht so gut ist. Oh ja, ganz genau. Was geht ab? Ich bin's hier, Billy, Leute, ne? Warte mal, Billy, du bist auch da. Alter, Billy, das bist einfach du. Hast du gerade ein Ei gelegt, Junge? Billy, ist das dein Ernst? Ja, ich habe ein Ei ausgepumpt und ich werde heute jedes Mädchen klären. Na los, lass mich dich tragen, Oxy. Dich tragen? Auf gar keinen Fall, Billy. Was soll das bitte? Ich will nicht von dir getragen werden. Okay, hör mal zu. Also, Oxina, was sagst du? Sehe ich schon richtig heftig aus? Wir müssen unbedingt Oxina risen. Naja, du siehst schon eigentlich ganz gut aus, aber naja, Ossi sieht halt besser aus und Billy sieht auch voll stark aus, Baby. Warte mal, was? Das kann doch nicht sein. Ich komme gleich wieder, Leute. Oh Mann, ja, Oxy, du siehst wirklich ganz gut aus, aber irgendwie sieht Ossi viel, viel besser aus. Sogar Billy sieht gerade noch besser aus als du. Die sind ja schon geschlüpft. Du bist noch ein kleines Ei. Einen Moment mal, was soll das denn bitte heißen? Oh Mann, ja, das kann doch nicht sein. Wisst ihr was, Leute, dann werde ich jetzt auch direkt ausschlüpfen. Ich mache hier direkt das hier. 3, 2, 1, möchtest du schlüpfen, Leute? Lass dir ein Like da. Schreibt schlüpfen in die Kommentare. Let's go. Mal schauen, wer weiß, wie es geschrieben wird. Und bam. Leute, jetzt können wir uns einen richtig krassen Vogel aussuchen. Aber wir werden uns natürlich einen richtig heftigen Vogel aussuchen. Und zwar einen, den man so normalerweise nicht bekommen kann. Boom, Leute. Checkt das mal ab. Wir werden heute diesen Vogel benutzen. Und wir haben einfach die Deutschlandflagge hinten drauf. Wie cool ist das denn bitte, Leute? Checkt den mal ab. Okay, ich würde sagen, Leute, wir werden ihn aber natürlich erstmal in komplett grün machen. Denn jeder da draußen, jedes Schildkrötenkind da draußen weiß, dass ich die Farbe grün über alles liebe, Leute. Und die Farbe grün ist die beste Farbe. So, ich würde sagen, wir nehmen hier einmal ganz viel grün rein, Leute. Oh yeah, man kann nie genug grün haben. So, die Beine machen wir natürlich auch noch grün, Leute. Bam, let's go. Oh yeah. Dann hier vorne Sekundarfarben. Ah, das ist richtig cool, Leute. Wir können hier vorne das einfach machen. Ich würde sagen, lasst uns mal einfach auf lustig, Leute, hier vorne so ein richtig schönes, so lila nehmen, oder nicht? Ja, das können wir sogar machen. Let's go, Leute. Und das hier können wir auch noch ein bisschen mehr in diese Richtung versetzen, Leute. So, bam, perfekt. Der Körper, den machen wir auch noch ein bisschen dunkler, Leute. Dann unser Sixpack. Oh yeah, baby, one Sixpack, Leute. Let's go. Boom, Leute, was sagt ihr? Ich sehe doch mal richtig, richtig cool aus. So, wir nehmen hier nochmal eine fortgeschrittene Textur, Leute. Ich würde sagen, wir nehmen hier vorne einmal diese Textur hier. Oh, das hier, das ist cool, Leute, das ist richtig cool. Dann hier beim Kopf können wir auch was Cooles nehmen. Ich würde sagen, die hier, Leute, damit wir richtig gefährlich aussehen. Dann hier, Leute, nehmen wir, Alter, das sieht krass aus, das sieht richtig mächtig aus. Das hier vorne könnten wir auch noch in der gleichen sogar versetzen, ja. Dann hier auch noch auf dem Rücken. Alter, Leute, ich finde, wir sehen richtig mächtig aus, wenn wir das so machen. Boom, mit dem Leuchten hier noch, dann damit, Leute, oh yeah. Und jetzt kommt hier noch einmal das hier rauf. Let's go, das sieht doch richtig krass aus. Effekte brauchen wir natürlich wieder Feuer, Leute. Und dann würde ich sagen, wir gehen direkt rein. Und jetzt schauen wir mal, wie jeder darauf reagieren wird. Let's go, und es lädt, Leute, let's go, wir gehen direkt rein. Und boom, Alter, Leute, wir sind geboren. Wir sind aus dem Ei rausgeschlüpft. Junge, wie krass sehen wir bitte aus? Hey, Oxy, Baby, du siehst ja wirklich richtig gut aus. Einen Moment mal, wo bist du überhaupt, Bubu Bär? Wo ich bin, ne? Naja, ich bin auch schon drinne, Leute. Und ich bin ein richtig heftiger Kran geworden. Oh yeah, Leute, check mich mal ab. Wo sind aber eigentlich Ussi und Oxina? Warte mal, da vorne sind Oxina, die ja. Oxina, willst du meine große Banane haben? Warte mal, was sagt Ussi dort? Ja, Leute, hat wirklich eine riesige Banane im Mund. Alter, damit kann er aber Oxina nicht beeindrucken, oder? Wow, Ussi, das ist ja echt voll nett. Aber glaubst du nicht, dass Oxy eine viel größere sogar holen könnte? Weil er meint, er ist ein größerer Vogel als du. Ein größerer Vogel? Oh ja, yeah, ganz genau. Ich würde sagen, ich zeig mich direkt. Let's go. Na, alles klar bei euch, Leute? Ich bin dieser Kran hier vorne. Was ist das denn?
denn? Das ist doch nicht mehr Orksi. Warte mal, hä? Orksi, bist du etwa gerade geschlüpft? Warum siehst du bitte so gut aus? Wobei du brennst irgendwie, aber lebst trotzdem, du siehst richtig mächtig aus. Ach ja, findest du? Tja, das ist ganz normal bei mir. Und naja, check das mal ab, wie gut ich einfach fliegen kann. Wuhu! Alter, Leute, check das mal ab, wie krass wir einfach fliegen können. Junge, Junge, Junge. Oh Mann, warte, wie bist du bitte schön so groß? Wow. Uschi, schau mal, der kann schon fliegen. Wieso kannst du denn noch nicht fliegen? Ich verstehe das nicht. Oh ja, ich kann nicht mal so hoch wie er springen wahrscheinlich. Wie geht das? Moment mal, Orksi, warum siehst du auf einmal so krass aus? Ich sehe gerade auf der Rangliste, bist du einfach Platz 1, hä? Oh ja, ganz genau, das bin ich. So, Leute, ich würde sagen, wir holen hier einmal ganz schnell vor Orksina eine Banane. Boom, 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 let's go. So, und jetzt gehen wir mal ganz schnell zu Orksina. Hey, Orksina, ich habe etwas für dich. Ja, Leute, unser Ziel ist natürlich, sie zu lösen. Und zwar, check das mal ab. Ist das nicht eine riesige Banane, hm? Oh nein, was ist das denn für eine riesige Banane? Hey, Orksi, große Banane, du bist so ein großer Vogel. Mhm. Hey, Orksi, du bist echt viel größer als Orksi. Kannst du mich vielleicht tragen, bitte? Ich liebe dich, ich will dich heiraten. Warte mal, dein Ernst, Orksi? Na ja, ja, jetzt auf einmal wieder. Check das mal, wie ich die Banane einfach esse. Boom. Und let's go. Okay, ich würde sagen, Leute, kommt mal ruhig beide auf meinen Rücken, Leute. So, warte mal. Nee, so, Orksi auf meinen Rücken. Ganz genau. Und Orksi, dich nehme ich mal meinen Schnabel rein. Und so, rein in den Schnabel. So, wir fliegen erstmal eine Runde. Let's go. Schaut euch das mal, wie cool wir einfach rumfliegen können. Wow, Orksi, wie hoch kannst du bitte als so richtig cooler Vogel fliegen? Hm? Kannst du noch viel, viel höher? Ob ich noch viel, viel höher kann? Na klar, check das mal ab. Ich kann sogar, wenn ich will, bis zum Mond fliegen. Oh yeah. Warte mal, du kannst sogar bis zum Mond fliegen. Wow, das ist ja richtig heftig, Orksi. Warum bist du so gut in dem Spiel? Wie machst du das bitte? Tja, wie ich das mache, man muss halt einfach gut sein. Und jetzt machen wir den Sturzflug. Let's go, ab in den Wald rein. Was? Orksi ist runtergefallen. Hey, Orksi, alles gut bei dir? Oh nein, der arme Orksi. Hey, Orksi, geht's dir gut? Geht's dir gut? Einen Moment mal. Orksi hat sich entwickelt. Wie hat er das denn bitte gemacht? Ich werde immer stärker. Einen Moment mal. Orksi, irgendwie siehst du echt ziemlich cool aus, aber Orksi ist viel, viel größer als du. Warte mal, was passiert bitte mit mir? Ich glaube, ich entwickle mich auch langsam, langsam. Einen Moment mal, was? Leute, lasst alle nochmal ein Like, damit sich Orksi auch mal entwickelt. Ganz genau, probier's mal. Ich frage mich echt, wie groß Orksi wird. Let's go, Leute, alle nochmal ein Like da lassen und schreibt mal alle Kran in die Kommentare, Leute. K-R-A-N, let's go. Ich will mal sehen, wer das alles in die Kommentare schreiben kann. Und, oh, Alter, ey, Orksi ist einfach ein Hühnchen geworden. Einen Moment mal, stimmt, ich bin einfach ein Hühnchen. Oh Mann, was soll das bitte, Orksi? Ich möchte auch so cool sein wie du. So cool sein wie ich? Hm, das kann leider keiner checken. Das mal ab, wie ich bin. So, komm mal hier direkt in den Chat rein und schreib direkt, bin der größte Vogel. Oh yeah, Leute. Und absenden. Oh yeah, Leute, ich bin der größte Vogel und einen Moment mal. Hä, wer ist das da vorne bitte? Alter, der sieht ja auch schon voll mächtig aus. Na, alles klar bei dir, Orksi. Ich bin eine Gans. Lass mal vergleichen, wer größer ist von uns zweien. Vergleichen, wer größer ist? Oh nein, das kannst du echt nicht sein. Hey, Orksi, komm schnell zum Dschungel. Orksi ist da. Er will jetzt mit Billy vergleichen, wer größer ist. Ich will, dass Orksi gewinnt. Oh ja, natürlich werde ich gewinnen. So, mal schauen, Leute. Ihr könnt ja entscheiden, wer ist größer. Leute, schreibt mal in die Kommentare rein. Bin ich größer oder Billy? Ganz ehrlich, ich bin größer, Leute. Schreibt mal alle eine Billy in die Kommentare. Schreibt alle meinen Namen Billy in die Kommentare. Nein, Leute. Schreibt alle mal Orksi oder eine Eins in die Kommentare. Ich bin viel größer. Also, Orksi, du Orksina, bist größer. Orksi, was sagt ihr? Ich bin größer, oder nicht? Nein, Billy ist größer. Sieht man doch ganz klar. Oh yeah, das heißt, dass Orksina mich mehr mag als dich. Und Orksi ist der Kleinste. Einen Moment mal. Du hast recht. Was? Nein. Der Kleinste. Hey, Billy, du bist echt voll cool. Warte mal, was? Ey, Leute, was sagt ihr da bitte? Orksi, hör mal zu. Du bist doch mein Fanmädchen. Dachte ich, schau dir das mal an, wie riesig ich einfach bin. Vergleich mal ganz genau, wer größer ist. Und außerdem, es geht auch darum, wer schneller ist. Na los, Leute, lasst mal schauen, wer schneller ist, okay? Okay, na los. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wir machen einen Wettrennen. Let's go. Nein, nein, Orksi, auf drei geht's erst los. Eins, zwei, und die letzte Zahl ist drei. Let's go. Mal schauen, wer schneller ist. Und, wow, Alter, Leute. Ich bin schneller. Junge, Junge, Junge. Let's go. Wir gehen direkt rein. Lass mal ein Flugwettrennen machen. Wie cool sieht's hier denn aus? Ein Flugwettrennen? Mhm, also ein Flugrennen, meinst du? Okay, auf drei. Wir starten ab hier. Warte. Eins, zwei, drei. Let's go. Mal schauen, wie gefühlt. Leute, ich sehe dich nicht mal, Orksi. Du bist hinter meinem Feuer, Alter. Ich bin viel, viel schneller als du. Alter, was bin ich für ein schneller Vogel? Let's go. Okay, bis zum Haus. Let's go. Let's go. Und bam. Das war als erstes.
Nein, Ussi, ich war voll da. Ich war voll da. Und weißt du, was ich jetzt machen werde, Ussi? Ich werde hier mal endlich ein Nest hinlegen. Und zwar ein richtig krasses, ein Felsnest. Und ich werde mein Nest sowas von bewachen. Oh je. Meins wird viel besser. Warte mal, deins wird viel besser? Auf gar keinen Fall. Mein Nest ist das Allercoolste. Let's go, Leute. Und ich werde einfach so krassen bekommen. Oh ja, oh ja. So, ich würde sagen, ich möchte ein Ei aufziehen, Leute. Mal schauen, ob das direkt funktioniert. Alter, da ist ein Ei drin, Ussi. Wie süß ist das denn bitte? Und da sind einfach drei Eier drin. Oh ja, aber was hat Binny bitte schon mit meinem Nest gemacht? Das sind meine drei Eier und das wären genauso krasse Vögel wie ich. Warte mal, hey Oxy, du bekommst sogar Kinder. Können wir heiraten, dann adoptiere ich die. Oxina, was redest du bitte? Ich will dich nicht heiraten, ganz ehrlich. Ich will hier nur jeden risen, damit ich der Allerheftigste bin. So, ich würde sagen, wir werden direkt dafür sorgen, dass die direkt alle schlüpfen, Leute. Ich bin richtig gespannt, ehrlich. Und das Coole ist, wir können sogar ein Fahrtennest haben. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier vorne direkt einmal die Farbe grün, weil ich liebe grün. Oder wir nehmen mal diesmal die Farbe rot, Leute. Das passt zum Feuer. Oh yeah, das sieht cool aus. Alter, einfach so Kohle. So, draufsetzen und warten, bis die schlüpfen, Leute. So, warten, warten, warten. Hä, was machst du denn da, Ussi? Schau mal, Oxy, bei mir ist schon ein Ei geschlüpft. Let's go. Warte mal, bei mir ist ein Ei geschlüpft. Oh Mann, wir müssen auch unbedingt unsere Eier schlüpfen lassen. So, bam, Leute, wir lassen jetzt auch mal schlüpfen, ganz ehrlich. Es reicht mir. Das sind meine Nachkommen hier. So, bam, eins habe ich gerade im Mund. Wir legen das da mal wieder hin. So, ich würde sagen, wir lassen mal erstmal das erste Ei schlüpfen, Leute. Das zweite Ei und das dritte Ei. Mal schauen, was für krassen Dinger da rauskommen. Und das sind meine Kinder. Alter, Leute, ich habe keine Ahnung, was ihr gerade ausseht, aber Alter, das sind einfach richtig krasse Feuerkinder. Genauso wie ich sind die. Die sind genauso heftig wie ich, Leute. So, kommt mal alle her, meine ganzen Kinder. Alle auf mich rauf, Leute. Let's go. Alter, check das mal ab. Wie cool. Ich habe einfach eine richtige Familie. Wow, hey, Oxy, du bist so cool. Du hast voll viele Kinder. Aber Oxy hat auch schon Kinder, ne? Das ist ja richtig cool. Oh yeah, okay. Ich würde sagen, Oxina, du kannst entscheiden. Wer hat dich heute gerissen? Ussi oder ich? Ich muss nachdenken. Aber ich würde sagen, Oxy, du natürlich. Ich liebe deine Videos. Warte mal, was? Oh, ihr gewonnen. Und dann würde ich sagen, Schildkrötengang. Was geht ab, Schildkrötengang? Ihr seht schon, ich bin heute einfach super dick. Denn heute spielen wir den Giga-Chat-Simulator. Und ich werde probieren, all meine Freunde zu risen. Aber Leute, was sie nicht wissen, ist, dass ich heute super, super stark sein werde. Schaut übrigens das ganze Video bis zum Ende an. Ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo. Und wir starten direkt rein. Let's go. Hey, Leia, Oxina, Ussi. Wow, wie riesig seid ihr denn bitte schon geworden? Ich bin einfach mega stark. Warte mal, was? Oh, Alter, Ussi. Wartet mal, Leute. Mein Ziel ist es doch heute, der super starke Stärkste zu werden, Leute. Ich meine, boom, checkt euch das mal ab, Leute. Ich bin direkt ein bisschen größer geworden. Das sieht schon mal cool aus, aber weißt du, Ussi ist immer noch größer. Warte mal, was? Ja. Oh Mann, Schildkrötengang, ihr wisst selber, Leute. Mein Ziel ist es heute einfach, der super stärkste zu werden, um alle Mädchen in der ganzen Lobby hier zu müssen als Giga-Chat. Aber warum bist du stärker als ich, Ussi? Wie machst du das? Let's go, ich krieg jedes Mal so viel Power, weil Oxy ständig redet. Warte mal, was, Alter? Leute, was soll das denn bitte? Hey, Lea, du findest mich doch viel besser als Ussi, oder nicht? Lass mich mal überlegen. Nein, tue ich nicht. Warte mal, was tust du nicht? Wieso das denn bitte? Oh, na gut, hier, schau euch das mal an, Mädchen. Ich kann hier auch hier boxen. Boom, komm her, Ussi, Alter. Ich boxe dich jetzt weg, Alter. 1, 2, 3, bam, Alter. Okay, bam. Okay, los, komm hier raus. Oh komm ja, Leute, ich werde Ussi sowas von besiegen. Bam, 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 bam. Zack, Ussi, du erledigst ihn. Oh nein, das kann es doch nicht sein. Er hat mich einfach besiegt. Hey, Oxina, du findest mich aber besser, oder nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Du wurdest gerade eben sowas von hops genommen. Warte mal, hops genommen? Ey, was soll das bitte? Ganz ehrlich, Leute, ich werde noch richtig stark. Schaut euch das mal an. Ich fange jetzt direkt an mit meinen Liegestützen. Denn wir sind in der Schildkröten-Gang und bekanntlich weiß ja jeder, dass die Schildkröten-Gang die beste Gang ist. Wir werden die allerstärksten. Oh yeah. Die Bananen-Gang ist die beste. Warte mal, die Bananen-Gang, was redet ihr? Warte mal, was? Nein, auf gar keinen Fall. Die Axolotl-Gang ist die beste. Axolotl-Gang, Leute, schreibt mal rein. Weißt du, 1 für Schildkröten-Gang, 2 für Bananen-Gang und 3 für Axolotl-Gang. Welche Gang findet ihr am besten? Hey, aber warum bist du so stark, Ussi? Was soll das, dass du einfach alle Mädchen rissst? Oh ja, wenn jetzt alle ein Like da lassen, dann fange ich nochmal von vorne an. Aber ich werde trotzdem stärker als du. Warte mal, dann fängt er wieder von vorne an. Auf gar keinen Fall, Leute. Das lassen wir nicht zu, dass er dann noch irgendwie so einen Boost bekommt oder so. Hör mal zu, Ussi. Ich werde mich hier direkt erstmal meine Anforderungen abholen. Und boom. Alter, habt ihr es gerade gesehen, Leute? Ich bin jetzt schon bei Holz Level 9. Bei welchem Level seid ihr, Leute? Ich bin bei Holz 13. Warte mal, bei Holz
Holzlevel 13. Hä, was soll das bitte? Aber Lea, ich bin schon bei Holzlevel 10. Das ist auch voll gut, oder nicht? Holzlevel 10? Nee, das ist doch voll schlecht. Warte mal, das ist voll schlecht. Warum bist du so klein? Uzi ist wieder voll klein geworden. Wie cool ist das bitte? Alter, komm jetzt her, Oxy. Alles deine Schuld. Oh yeah, jetzt gerade bin ich der Stärkste. Danke, Leute, dass ihr alle geliked habt. Leute, lasst alle mal ein Dislike da, damit ich mehr Power kriege. Warte mal, ein Dislike. Ey, was soll das? Warte mal, was passiert hier? Wow. Ey, was sollte das, Uzi? Hä, Schildkrötengang, wer von euch hat gedisliked? Was soll das? Jetzt bin ich wieder ein ganz kleiner Dicksack, Alter. Oh, ja. Schau mal, wie klein du bist, Oxy. Uzi ist da viel attraktiver, weißt du, weil er hat seine Stärke behalten. Warte mal, was? Ey, was soll das, Leute? Oh Mann, das kannst du echt nicht sein. Wisst ihr was, Schildkrötengang? Ich werde jetzt komplett reintrainieren. Obwohl, wisst ihr was, Leute? Wir können uns hier einfach die dreimal Macht holen, Leute. Für nur 5 Robux. Das ist ein komplettes Schnäppchen. 3, 2, 1. Das machen wir direkt, Leute. Let's go. Und jetzt check das mal ab, wie krass wir einfach hochleveln. Ich werde einfach probieren, noch viel stärker zu werden als Uzi. Hä? Alter, Uzi, du siehst ja auch schon wieder echt groß aus. Oh ja, ich werde immer stärker. Immer und immer stärker. Ja, ja. Weißt du was, Leute? Wir kriegen hier bei Minute 35 einfach so einen Dschungeljäger. Und wir probieren auf jeden Fall heute noch zu bekommen. Aber mein Ziel ist immer noch alle zu risen, Leute. Deswegen muss ich erstmal ganz, ganz stark werden. Wir checken erstmal ab, wie wir richtig stark werden, Leute. Wir gehen erstmal in die Ecke einmal, damit keiner jetzt sieht, wie wir reincheaten. Und zwar, Leute, als allererst werde ich hier ein paar Liegestütze einmal ballern. Boom, 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 Leute. Check das mal ab. Zack. 1 und 2 und 3. Denn wir Schildkröten, wir sind die Besten. Wow, Oxy, schau mal, Uzi ist schon so stark. Warte mal, Uzi ist schon so stark. Ey, was soll das, Uzi? Oh Mann, ganz ehrlich, ich muss hier nochmal ein bisschen ein paar Kniebeugen machen mit einer langen Hantel, Leute. Zack. Und dabei springt man einfach. Alter, das ist ja richtig krass. Warte mal, Leute, man kann sich sogar so ein richtig krasses Pet abholen. Wisst ihr was? Wenn wir uns jetzt das stärkste Pet holen, dann können wir eigentlich voll schnell leveln. Und dann werden wir auf jeden Fall jeden risen. Ja, ganz genau, das mache ich jetzt auch. So, wir gehen erstmal hier ins Geschäft einmal rein. Und Alter, Leute, wir haben einfach das Sus Among Us Pet für 900 Robux. Okay, ich würde sagen, Leute, eine kleine Investition kann man ja schon machen, um alle zu risen. So, ich check mal direkt ab, wie gut dieses Pet hier ist, Leute. Let's go, wir müssen uns einmal direkt geholt. Und bam, Alter, check das mal ab, wie schnell ich einfach am Trainieren bin, Leute. Ich habe einfach so einen kleinen Among Us neben mir. Hä, wie cool ist das bitte? Let's go, Among Us, gib mir deine Kraft und rette mich. Let's go, wir werden zusammen super stark. Wuhu. Oh Mann, Leute, ich muss unbedingt hinbekommen, Leute, dass ich der Allerstärkste werde. Alter, wie schnell level ich jetzt bitte? So, bam, 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 bam. Ich level direkt richtig hoch. Hey, Uzi, Leia, wollt ihr vielleicht mal mich ansehen, wie groß ich schon bin? Hä, warte mal, Oxy, warum bist du auf einmal so groß? Das sieht ja voll attraktiv aus. Oh yeah, check das mal ab. Alter, Leute, wie stark bin ich mit? Und Uzi ist einfach der kleine Pupser unten. Hey, Uzi, komm mal her, ich muss dir was zeigen. Boom, zerquetscht. Alter, siehst du das? Leute, ich muss unbedingt probieren, hier alle Leute zu lösen, unbedingt mein Fanmädchen zurückzubekommen. Hey, Oxy, hast du es gerade gesehen? Ich habe Uzi sowas von zerstört. Und jetzt baller ich hier einfach mal ein paar Liegestütze. Oh yeah. Wow, deine Muckis sehen sowas von cool aus, Oxy. Oh, findest du wirklich? Willst du vielleicht mal anfassen, Oxina? Anfassen, na gut. Okay, Leute, ich würde sagen, 3, 2, 1, nimm das, Oxina, boom. Hey. Oh Mann, ey, Oxina, nee, ich bin der Allerstärkste, weißt du? Uzi ja, war netter ja, und du gehst lieber zu Uzi. Ey, Leute, schaut euch mal an, ich bin jetzt schon beim Rubinrang, ne? Ihr seid immer noch irgendwie beim Holzrang oder so. Leute, ich bin einfach jetzt schon der Allerstärkste. Und weißt du was? Ich werde heute probieren, jeden Einzelnen in der ganzen Lobby zu risen. Ja, Uzi, ich werde auch dich sowas von lösen, Bro. Niemals wirst du das. Doch, Uzi, du wirst am Ende noch mein Handlanger sein wollen, weil ich so super stark bin. Okay, ich würde sagen, Leute, wir fangen erstmal mit Lea an. Hey, Lea, komm mal raus, ich muss dir was zeigen. Schau mal hier vorne, das ist richtig cool, okay? Warte mal, was willst du mir bitte zeigen? Was ich dir zeigen will? Ach so, nur was Kleines. Komm einfach mal her. So, Leute, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal ganz schnell hier wieder richtig klein zu werden. Boom, Leute, wir sind jetzt richtig fett. Wir schauen mal direkt, wie Lea darauf reagiert. Hey, Lea, schau dir das mal an. Ich bin voll dick, oder nicht? Wie findest du das? Warte mal, warum bist du jetzt schon wieder auf einmal dick? Das ist natürlich nicht so cool. Schau mal, wie groß Uzi ist. Schau mal. Da hast du auf jeden Fall recht. Leute, das Ganze liegt nämlich daran, weil wir gerade in den Platin-Rang aufgestiegen sind. Immer wenn man in einen neuen Rang kommt, dann wird man wieder so ein kleiner Dicksack hier, Leute. Aber macht euch keine Sorgen, denn ich kann richtig schnell leveln. Lea, komm mal her, ich muss dir etwas zeigen, ja? Weil das ist richtig cool. Ich habe so eine kleine Among Us-Figur dabei und die ist voll süß, weißt du das? Warte mal, was? Du bist also der Imposter die ganze Zeit. Warte mal, Uzi, geh mal weg. Du hast mich hier bei meinem Date. Nimm das, Uzi. Bam, 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 bam. Mach das hier. Warte mal, was passiert da drüben? So, auf jeden Fall, Lea, schau dir das mal an. Das hier ist meine Among Us-Figur. Und soll ich dir mal sagen, Lea, du bist richtig sass, weißt du das? Wow, aber sag mal, Oxy, warum bist du eigentlich so dick?
Trick. Naja, Lea, ich will dir meinen Trick zeigen, okay? Komm mal ganz kurz her. Ich werde dir jetzt beweisen, dass die Schildkrötengänge die besten sind. Check mal das ab, Lea. Guck mal ruhig auf meinen Rücken drauf. Ich werde jetzt richtig krass Liegestütze ballern, okay? Mit diesem Dickbauch, okay. Ja, dann schau dir es mal an. 3, 2, 1, boom. Zack. Und 1 und 2 und 3. Bam, bam, bam. Check das mal ab. Ich leg immer mehr Fett ab. Nee. Ja, 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 Lea. Du wirst noch Auge machen, wird es gleich passieren wird. Boom. Hast du das gerade gesehen? Warum bist du größer geworden? Aber, Oxy, du bist immer noch fett. Immer noch fett? Naja, dann schau dir mal diese Übung hier an. Oxy, du bist zwar größer, aber du bist immer noch voll dick. Findest du ehrlich, Lea? Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen was mit meinem Bizeps machen, oder? Check das mal ab. Boom, 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 boom. Ich bin schon beim Platin 3 Rang, weißt du? So, Leute, wir müssen unbedingt probieren, Platin als allererstes 3, Lea zu wissen. Ja, ja, ja. Und jetzt check das mal ab. Mein Körper nimmt langsam seine Form an, Leute. Man sieht schon die Brust richtig gut. Man sieht mein Sixpack schon richtig gut. Oh yeah. Und weißt du was, Lea? Mein Name ist heute nicht mehr Orxy. Mein Name ist heute GigaChat. GigaChat? Was ist denn das für ein Name? Aber ich glaube, der passt. Ja, weil ich der GigaChat bin. Oh yeah. Und weißt du was, Lea? Schau dir jetzt mal mich an. Okay, wir machen einen Deal. Wenn ich es schaffe, Ussi da vorne zu besiegen, dann habe ich dich gerissen, okay, Lea? Na gut, das ist ein Deal, aber ich glaube, Ussi ist immer noch stärker als du. Wer es glaubt, wird selig. Schaut euch das mal an, Leute. Der kleine Ussi-Fettsack ist gerade auf den neuen Rang aufgestiegen. Wir gehen einfach mal hin. Hey, Ussi, weißt du was? Über dir ist ein kleines Erdbeben. Pass mal auf, Kleiner. Renn mal lieber nicht weg. Nicht los, komm, ich fall nicht auf deinen Was war's mit dir? Okay. Hey, Lea, hast du es gerade gesehen, wie ich Ussi richtig easy fertig gemacht habe? Oh ja, du hast ihn einfach nach einem Stampfer besiegt. Wow, schon wieder. Oh ja, ganz genau. Also, Lea, was meinst du? Bin ich besser oder ist Ussi besser? Weißt du was? Du hast gewonnen. Du bist besser, Oxy. Let's go, Leute. 1 von 2 haben wir schon mal. Jetzt müssen wir auf jeden Fall zu Oxyna einmal hin. Hey, Oxyna. Na, was machst du da in dem blauen Kreis? Erzähl mal ruhig. Ich trainiere, damit ich, naja, weißt du, mit Ussi zusammenkommen kann, weil Ussi ist genauso stark. Okay, Oxyna. Ich würde sagen, Leute, in diesem König der Hügel, Leute, kriegt man richtig viel Power. Oxyna, komm mal raus. Ich muss dir was zeigen, okay? Schau dir das mal an, wie groß ich einfach schon geworden bin. Wo ist denn Ussi, wenn ich fragen kann? Ussi, der ist da drüben beim Sportplatz und trainiert gerade so attraktiv. Warte mal, so attraktiv? Hey, Oxyna, schau mich mal an. Du hast mich doch schon nicht ganz angeguckt. Wow, Oxy, du hast recht. Warum bist du so groß und so stark und so viele dicke Muskeln? Oh ja, Oxyna, wer es kann, der kann's halt. Check das mal ab, wie krass ich einfach am Trainieren bin. Boom, da, bam, boom, bam, boom, bam. Zack, zack, zack. Sag mal, bist du auch stärker als Ussi? Stärker als Ussi? Na klar bin ich stärker als Ussi. Und weißt du was? Hier vorne ist der König der Hügel. Weißt du das eigentlich? Und beim König der Hügel, da kann ich schon rein. Check das mal ab jetzt, Oxyna. Let's go. Ich werde hier einfach komplett krass trainieren und werde dann einfach richtig krass stark, okay? Heißt das etwa, du bist schon der König der Lobby? Natürlich bin ich der König der Lobby. Wer soll denn sonst der König der Lobby sein? Kleiner Ussi oder was? Du bist immer noch stärker als Ussi. Ich habe Ussi mit einem Fußtritt einfach zerstampft. Oh ja. Das geht gar nicht. Das war ja irgendwie super cool. Oh Mann, aber Leute, wir möchten uns auf jeden Fall noch die Handstand kaufen hier, damit wir auch richtig stark werden. Das werden wir aber im nächsten Video machen, Leute. Deswegen schaut das ganze Video bis zum Ende an. So, wir haben hier vorne noch ein paar Sachen, die wir einmal beanspruchen können. Die holen wir jetzt einmal ab, Leute. Bam, 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 perfekt. Und wir können hier vorne noch einmal so TT-Belohnung einsacken. Na los, komm schon her. Was soll das denn? Ussi, wie hast du das bitte gemacht? Warum bin ich auf einmal wieder so klein und dick? Was soll das? Let's go, alle haben das. Nein, nimm das, Ussi, nimm das. Boom. Alter, Leute, habt ihr es gerade gesehen? Du cheatest einfach. Wow, Oxy hat Ussi sogar als kleiner Dicksack besiegt. Wie funktioniert das? Schaut euch das mal an, Leute. Ich mache einfach komplett Auge. Okay, Leute, ich würde sagen, wer gegen mich einen Kampf will, soll mal herkommen. Okay, ich bin zwar dick, Leute, aber ich werde euch beweisen, dass auch dicke Leute richtig stark sind. Na gut, Oxyna, traust du dich gegen mich zu kämpfen? Natürlich, ich werde sowas von gewinnen. Oh Mann, das denkst du auch nur du. 1, 2, 3, das war's mit dir, Oxyna. Hau rein. Tschüss, Oxyna. 3, 2, 1, Fußtritt, bam. Und zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Ich kriege dich nach. Das war's mit dir. Leute, ich hab's einfach komplett fertig gemacht. Boom, boom, boom. Hä, Ussi will auch noch kommen, oder was? Nimm das, Ussi. Zack, Alter, Leute. Sogar den Riesen habe ich zerstört. Leute, ich bin einfach der Allerstärkste von der ganzen Lobby. Warte mal, was? Lea, bitte nicht ganz ruhig. Du bist ja echt super stark. Na gut, Lea, wenn du willst, bam. Das war's mit dir. Mit einem Schlag. Wow, Oxy, warum bist du so krass auf einmal? Tja, ich bin der Allerstärkste der ganzen Lobby geworden, Leute. Ich bin einfach super stark. Und das Coole ist, Leute,
Leute. Wir haben hier sogar schon 3 Haustiere einfach. Check das mal, Leute. Wir haben so einen Among Us, Leute, haben wir es gekauft. Haben wir so eine Katze und einen Hund, Leute. Und wir haben hier sogar eine Aura. Ich würde sagen, wir müssen mal eine richtig krasse Aura einfach rein. Warte mal, diese Aura hier. Alter, Leute, checkt euch mal meine Aura ab, wie stark ich jetzt bitte bin. Ich bin noch stärker als davor. Nee. Junge, ich habe irgendeine Blitzaura gerade bekommen, Leute. Nicht stark. Warte mal, wie viel hast du von diesen lilanen Flammen denn bitte? Ich weiß nicht, ich hatte da irgendwie 50.000 Millionen oder so. Alter, Leute, ich bin einfach der Stärkste der ganzen Lobby. Und damit würde ich sagen, Schildkrötengang. Heute habe ich mir etwas extrem Krasses überlegt. Und zwar werde ich einfach alle Mädchen in der ganzen Lobby hier in Sharkbite komplett risen. Und dann werde ich einfach dieses brandneue Steve-Boat hier verwenden. Und das kostet einfach 40.000 Haizähne. Ihr seht schon, Leute, es ist wirklich sehr, sehr teuer. Aber bevor wir damit reinstarten, würde ich sagen, probiere ich erstmal meine ganzen Freunde zu risen, indem ich einfach diese kompletten Noob-Boote hier benutze. Mal schauen, ob es funktioniert. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir starten direkt rein. Let's go! Ich bin echt gespannt, wie die auf meine richtigen Noob-Boote einfach reagieren werden. Let's go! Wir rüsten hier einfach mal dieses Entenboot hier aus. Let's go! Was für ein Player, Daisy, Ussi? Hey, Freunde, alles klar bei euch? Oh, hey, Oxy, wie geht's dir? Oh, Mann, mir geht's heute richtig fantastisch. Hallo. Leute, wir spielen heute einfach Sharkbite, ne? Wir kommen einfach ganz viele Haie und wir müssen auf Booten überleben. Oh, ja, ganz genau. Wir werden Haien einen auf die Mütze hauen. Oh, ja, ganz genau, Leute. Oh, ja, ich bin voll gespannt, Oxy. Ganz genau, Leute. Und wir werden heute sogar ein richtig cooles Boot benutzen. Und zwar das Entenboot. Na, freut ihr euch da drauf schon? Ja, Entenboot. Das Entenboot. Oh, ja, ganz genau. Das ist das gelbe Entenboot. Ich würde sagen, lass uns direkt einmal reinstarten. Oh, Mann, Leute, es funktioniert ja bisher ganz gut. Let's go. Und boom, wir sind direkt in meinem wunderschönen Boot drin. Und der Hai wurde freigelassen. Wow, also, der Hai hat sogar Hasenöhrchen. Was sagt ihr, Leute? Wie findet ihr so mein wunderschönes Entenbootbötchen? Hm, ist das nicht richtig schön? Das ist richtig cool. Oh ja, das sieht doch richtig schön aus, oder nicht? Leute, das Risen funktioniert ja auch sogar mit dem Entenboot. Wie werden die nur eskalieren, wenn ich gleich mein Steelboot zeigen werde? Das ist richtig krass. Das ist nämlich einfach ein Militärboot. Und, hä, warte mal, Daisy, wo bist du eigentlich? Warum bist du nicht im Boot drinne? Oh Mann, Oxy, ich will nur in dein Steelboot rein. In so ein billiges Boot gehe ich nicht rein. Warte mal, was? Alter, das kannst doch nicht sein. Oh Mann, Leute, wir haben fast alle gerüst, außer Daisy. Hä, Ussi, du darfst doch nicht vom Boot springen. Oh Mann, Ussi, komm rein. Spring ja nicht mehr vom Boot, ja? Weil hier kommt ein Hai und wir müssen ihn auf jeden Fall besiegen. Okay, Leute. Leute, hört mal zu. Auch wenn wir hier in einem günstigen Boot drin sitzen, wir werden auf jeden Fall richtig gewinnen, okay? Schaut euch das mal an. Da vorne ist der Hai, ganz genau. Und Leia, wie findest du aber mein Boot bis jetzt? Hm? Wow, das ist super süß. Aber du hast recht, das ist wirklich ein wenig billig. Oh ja, es ist total günstig. Aber schau dir das mal an. Wir haben sogar eine Taschenlampe. Okay, das ist ja mal richtig gut. Und sogar eine Hupe. Wow, wir dürfen ja nicht crashen. Oh nein! Oh nein, unser günstiges Boot ist gecrashed, Leute. Wir sind einfach unter Wasser. Geht da schnell raus aus dem Boot, schnell raus aus dem Boot. Oh Mann, das Boot hat ja fast nichts ausgehalten. Hey, Leute, das ist nicht meine Schuld. Ja, das Boot hat einfach nichts ausgehalten. Ich stecke hier unten fest, Leute. Schnell raus da, schnell raus da, schnell raus da. Okay, hört mal zu, Leute. Das günstige Boot war wohl doch nicht so gut. Oder lasst uns einfach mal hier draufstellen. Wenn der Hai kommt, dann knallen wir ihn ab, alles klar? Oh, schau mal, die Freunde wollen uns mitnehmen. Oh Mann, das ist ja lieb. Na los, wir gehen schnell bei den Freunden hier mit rein. So, na los, kommt alle rein, let's go. Okay, wir sind hier bei unseren neuen Freunden, Leute. Alter, wie cool ist das denn bitte? Daisy, wo bist du aber eigentlich? Jetzt mal ganz ehrlich. Du fährst rum. Da vorne ist der Hai, Leute, aufpassen. Schaut euch mal unser Entenboot an. Ey, ihr müsst euch mal vorstellen, was gleich passiert, wenn wir einfach das Steelboot haben, ne? Dann haben wir so richtig Gewehre drauf und so. Oha. Was für okay. Ein Steelboot habe ich auch drauf. Oh Mann, Steelboot, das haben wir gleich erst, Daisy. Alter, Leute, schau euch das mal an. Ich habe einfach so viele Leute mit meinem Boot gerüstet. Und wir haben den Hai besiegt. Wow. Let's go. Also, Leute, wie findet ihr mein Entenboot? Hm? Wow, Octi, dein Entenboot war wirklich süß und super cool. Hast du aber nicht noch ein anderes? Oh, doch, natürlich habe ich noch ein anderes. Wollt ihr das vielleicht auch noch sehen? Ich würde sagen, Leute, jetzt wählen wir aber als allererst noch mal ein anderes Boot benutzen. Und zwar diese Schnussschale hier einfach. Boom, Leute, die holen wir uns zuerst. Oh. Und gleich holen wir uns dann das Steelboot nach dieser Runde. Okay, Leute, mal schauen, wer diesmal der Hai ist. Oh, was? Das ist der Hai. Okay, ich würde sagen, Leute, kommt schön rauf. Ja, wir gehen diesmal hier auf mein Blue Wound Boot, okay? Na los, kommt alle rein. Oh. Und boom, willkommen auf meinem nächsten Boot, Leute. Das ist zwar kein Steelboot, aber Daisy, anscheinend hat es für dich gereicht, oder nicht? Und der Hai wurde freigelassen. Na, wie findet ihr mein Steelboot? Seid mal ehrlich, ich meine natürlich mein normales Boot, Leute. Also
Also, Oxy, ich finde ja das Boot ganz in Ordnung. Jetzt kannst du mich und Lea rumfahren. Oh, das findest du ganz in Ordnung, oder wie? Oh Mann, hört mal zu, Leute. Ich werde noch alle Mädchen hier in der ganzen Lobby hier rumrissen. Sag ich euch ganz ehrlich, Leute. Das ist meine Aufgabe heute. Ich werde jedes einzelne Mädchen rissen. Oh yeah. Kann ich mal das Boot steuern? Du willst mal steuern, Ussi? Klar, du kannst auch steuern. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, da vorne ist der Hai. Lasst uns mal jetzt probieren, den Hai zu besiegen, okay? Na los, wir legen zum Hai einmal hin. Na los, Leute, da vorne ist er. Warte mal, gefährlich? Nein, Leute, ich bin der beste Bootfahrer der ganzen Welt. Ich habe auch meinen Bootsführerschein im Bikini Bottom gemacht. Oh nein, das wird doch wohl nichts. Oh doch, das wird natürlich etwas, Leute, bei Mrs. Puff nämlich. Alter Schildkrötengang, schaut euch das mal an. Wow, Ox, dein Boot ist so cool. Aber sag mal, hast du nicht ein besseres? Oh doch, natürlich habe ich noch ein besseres. Und das zeige ich euch auch gleich, denn die Schildkrötengang wissen das. Wir sind die Besten, nämlich Schildkrötengang. Hey, nein, wir sind die Axolotl-Gang. Alle Hashtag Axolotl-Gang in die Kommentare. Warte mal, nein, was? Nein, Hashtag Bananengang. Bananengang? Hashtag Bienen. Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Seid ihr in der Schildkrötengang, in der Bananengang, in der Axolotl-Gang oder in der Schildkrötengang? Oh, oh nein, Leute, das kann doch nicht sein. Oh ich Mann, unser Boot ist einfach abgesunken und fast. Na los, Alter, Leute, der holt uns irgendwelche Genies einfach ab. Na los, steckt mal hier alle ein. Wie cool ist das denn bitte? Oh, oh, ich darf da ja nicht runter. Alter, ich muss ehrlich sagen, ich wollte die ganze Lobby rissen, Leute, aber dieses Mädchen hier risst gerade die ganze Lobby. Wie cool ist das bitte? Okay, let's go. Lass uns zusammen ein bisschen rumfahren, Leute. Wir werden jeden besiegen. Daisy, komm hoch, nimm meine Hand. Let's go. Bam, ja, danke. Perfekt. Okay, Leute, lass uns direkt losfahren. Ich bin mächtig, deftig gespannt. Ich auch. Let's go. Oha, ich sage euch ganz ehrlich, bis der Helikopter kommt, haben wir noch einige Zeit. Aber Schildkrötengang, schaut das ganze Video bis zum Ende an. Denn gerade sieht es zwar so aus, als würde die Lobby mich risen, aber ich werde hier noch alle gleich risen, wenn ich gleich einfach mein Steelboat verwende. Oh yeah. Oh, und der Helikopter ist da. Na los, fahrt schon zum Heli. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Und das Coole ist, warte, Daisy, du sitzt da. Warte, ich setze mich irgendwie neben dich. Oh, wie cool ist das bitte? Alter, schau mal, ich hänge mich einfach ran. Wow, wie cool. Und schau mal, du bist sogar Motor. Oh ja, ganz genau. Guck mal, hier ist auch der Motor, Leute. Ich steuere den Motor, okay? Na los und bam. Der Helikopter ist da, Leute. Na los, wir müssen alle in den Helikopter einsteigen. Na los, Leute, wir hüpfen alle schnell zum Helikopter. Und schaut euch mal diesen wunderschönen Mond an, Leute. Der sieht doch richtig schön aus. Jetzt mal ganz ehrlich, der Mond sieht einfach genauso aus wie in Real Life, oder nicht? Ah, Leute, der Hai hat mich, während ich zum Mond geguckt habe. Nein. Autsch. Oh Mann, Leute, das kannst du nicht sein. Der Hai hat mich einfach besiegt. Und das nur, während ich zum Mond geguckt habe. Oh Mann. Ja, Ox, du bist wohl doch nicht so gut mit deinem mickrigen Boot. Warte mal, was? Oh Mann, ihr werdet schon noch sehen. Ich werde mir jetzt einfach dieses Steve-Boot hier kaufen. Leute, es reicht mir. Damit ich einfach das beste Boot habe im ganzen Spiel. Das sieht so cool aus. Wisst ihr was, Leute? Das blöde Boot. Was, wisst ihr was, Leute? Ich hole mir jetzt hier vorne einfach das Steve-Boot. Das reicht mir komplett. So, Leute, ich würde sagen, wir laden hier erstmal 20.000 Haifischzähne einmal auf. Boom, Leute, liken alle, weil das ist echt ganz schön teuer. So, bam. Und jetzt hier noch einmal, Leute, 20.000 Haifischzähne. Und dann kommen wir jetzt einfach das richtig krasse Boot. Let's go. So, bam, Leute, hier nochmal. Jetzt haben wir auch ganz viel Robux ausgegeben. Aber ist egal, Leute, denn ich will einfach dieses richtig krasse Boot haben. Und ich muss mir unbedingt holen. 3, 2, 1. Wir haben uns das Steelboat-Boot geholt. Und damit werde ich jetzt die ganze Lobby risen. Let's go. So, und boom. Ich würde sagen, Leute, wollt ihr jetzt nächstes mein nächstes Boot sehen, hey, oder wie? Warte weißt mal, was du ist was? Denn los? Daisy ist jetzt der Hai. Warte mal, Daisy ist ein Hai. Oh, ich werde euch holen. Oh Mann, wisst ihr was, Leute? Ich habe mir gerade das beste Boot im ganzen Spiel geholt. Was ist denn das für ein Boot? Und zwar Steelboat-Boot. Und wisst ihr was? Damit werde ich jetzt die ganze Lobby risen. Schaut euch das mal an, Junge, Junge, Junge. Wie mächtig sieht das denn aus, Leute? Darin sind wir super sicher und wir haben sogar ein richtig krasses Gewehr. Und warte mal, Daisy, du bist der Hai, dein Ernst? Ja, und ich werde euch alle finden und schnappen. Oh Mann, das ist echt überhaupt nicht gut. Wisst ihr was, Leute? Was ich hab einfach... Junge, 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 schaut euch das mal an. Das ist einfach mein Steelboat-Boot. Junge, ist das sieht richtig krass aus, oder nicht? Daisy. Oh Mann, ich würde sagen, Daisy, pass ja auf, weil ich habe ein richtig krasses Boot. Ne? Damit werde ich dich direkt besiegen sonst noch. Wow, was ist das für ein krasses Boot? Das kann ja gar nicht umfallen und das hat sogar Maschinengewehre. Oh ja, ganz genau. Hör mal zu, Daisy. Wir besiegen dich, wo auch immer du bist, Daisy. Oha, Leute, schaut euch mal mein Steelboat-Boot an. Das ist ja mal super mächtig. So, bam, bam, bam. Daisy ist irgendwo im Wasser. Wir werden sie besiegen. Daisy, wisst ihr was, Leute? Ich werde sogar Daisy risen. Daisy wird nur gejagt. Daisy, willst du auch ins Boot reinkommen oder was? Bam, bam, bam. Wir haben
haben Daisy einfach direkt besiegt mit dem Steamboat. Let's go. Ja, Alter. Ganz genau. Junge, Daisy, du hast ja mal gar keine Chance, ne? Oh Mann, Oxy, ich will da jetzt auch mit rein, bitte. Na gut, Daisy, ausnahmsweise darfst du auch mit rein. Oha, Leute, es funktioniert ja richtig gut, Mann. Let's go. Na gut, ich würde sagen, ausnahmsweise darfst du auch rein in mein Boot. Herzlich willkommen, Leute, in meinem Steamboat-Boot. Oh yeah, sieht das nicht richtig mächtig aus? Und der Hai wurde freigelassen. Und Leute, man sieht schon, diesmal ist das ein richtiger Pro-Player. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall dieses Boot hier. Aber keine Sorge, Leute. Wir werden es auf jeden Fall damit schaffen. Let's go. Oh yeah. Und Leute, das Coole ist ja auch, ich habe einfach ein riesiges Gewehr, mit dem ich einfach Sachen abknallen kann. Schaut euch das mal an. Bam, 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 bam. Während dem Fahren sogar. Wie cool ist das? Und ich bin mega cool. Wir können uns sogar unsichtbar machen. Seht ihr das? Wir können uns sogar einfach unsichtbar machen. Das ist ja mal richtig mächtig. Ey, ich sage ganz ehrlich, wie findet ihr mein Boot so? Hm? Super cool. Wow, Oxy, das Boot ist so cool. Du hast mich echt überzeugt. Man kann sogar hinten sitzen. Oh yeah, na los, setz dich schon hin. Ich würde sagen, die Fahrt geht weiter, Leute. Wir werden jetzt Jagd auf den Hai machen und werden den Hai gemeinsam besiegen. Wir sind sowas von unbesiegbar. Oh ja, das sehen wir. Schau euch das mal einfach, das kleine Boot. Bam, 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 weg mit eurem kleinen Boot, Junge. Hier kommt das mächtige Boot. Let's go. Was passiert hier? Wir haben einfach das Boot. Alter, Leute, wir haben das Boot zum Sinken gebracht mit unserem krassen Boot. Okay, ich würde sagen, es sollte sich lieber keiner mit uns anlegen. Hier unten ist der Hai. Ich knall ihn ab, Leute, mit dem Steamboot-Boot. Let's go, let's go, let's go. Was? Er will uns besiegen. Der Hai greift an. Autsch, Autsch, Leute, nein. Autsch, oh Mann. Leute, der Hai hat mich einfach aufgegessen. Oh nein, das kann es doch echt nicht sein. Das tat gerade wirklich ganz schön weh. Aua, der Hai hat mich. Oh Mann, das ist echt überhaupt nicht gut. Oh nein, Leute, ich muss doch meine ganzen Freunde risen. Das kann doch nicht sein, dass sie jetzt einfach denken, dass ich hier verliere. Hey, Leute, hört mal zu. Oxy, du verlierst einfach. Nein, 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 mein Steamboat-Boot wird in der nächsten Runde komplett den Hai besiegen und dann werden wir richtig gewinnen. Oh yeah. Na gut, Leute, wisst ihr was? Jetzt werden wir richtig taktisch mit dem Steamboat-Boot spielen und wir werden einfach richtig krass damit sein, okay? Und Leute, wisst ihr was? Ich werde mir hier gleich auch noch eine richtig krasse Waffe holen, obwohl, das machen wir erst in der nächsten Runde, Leute, denn wir werden jetzt einfach komplett nochmal mit dem Steamboat komplett rasieren. Bam, schau euch das mal an, Leute. Wir sitzen direkt drinne und jetzt geht's los. Steigt alle ein. Oh ja, das Boot ist so cool. Du willst fahren? Darf okay, ich würde sagen, wenn wir gleich den Hai besiegt haben, dann dürft ihr auch alle fahren. Aber als allererst müsst ihr zugeben, ich habe das beste Boot im ganzen Spiel, oder nicht? Ja, das hast du. Oh man, let's go. Okay, ich schau mal, Leute. Na los, setzt euch alle direkt rein. Ich schau mal. Wir probieren diesmal einfach unsere ganzen Freunde hier, die einfach hier auch bei uns mit auf See sind, aufzunehmen, dass die auch alle in mein Boot reinkommen. Okay, Leute, das ist jetzt unser Ziel. Alles klar? Ja, wir holen ganz viele Leute. Und Leute, wisst ihr, was ich bemerkt habe? Hey, Daisy, na los, warte mal. Vielleicht können wir dich hier unten einfach reinholen. Na los, komm schon rein in mein Boot rein, Leute. Alle in das Steamboat rein. Was? Hallo, let's go. Los, wir risen die ganzen Leute. Let's go. Rein, let's kommt alle rein. Na los, na los, na los. Und wir können damit sogar tauchen, Leute. Wie cool ist das bitte? Oha. Okay. Oh, das ist wirklich cool. Alle reinkommen, Leute. Alle reinkommen. Alle ins Steamboat. Die Fahrt beginnt. 3, 2, 1, die Fahrt beginnt. Let's go, Leute. Wir sind im Steamboat drinne, im Unterwasser sogar. Alter, schaut euch das mal an. Ich bin rausgeflogen. Warte mal, was? Rausgeflogen? Nein, wir dürfen keinen Mann oder keine Frau verlieren. Na los, na los, Daisy, wir holen dich ab. Ja, na los, wir sind hier oben. Komm schnell rein. Wir dürfen niemanden verlieren auf dem Steamboat. Hier darf jeder ran. Hier ist jeder willkommen, okay? Daisy, wir kommen runter zu dir. Wir holen dich direkt rein. Oh Mann, wo ist Daisy bitte? Hä? Warte mal, da unten bist du ja, Daisy. Na los, komm schon rein, Daisy. Let's go, steig ein endlich. Komm schon. Let's go, let's go. Du schaffst das. Du musst da nur noch reinschwimmen irgendwie. Warte mal. So, let's go. Okay, setz dich direkt hin, Daisy. Ich würde sagen, Leute, wir haben einfach Daisy gerettet. Jetzt geht's los. Wir werden den Hai suchen und werden ihn komplett unter Wasser besiegen. Düb, düb, düb. Let's go, Leute. So, bam. Jetzt bist du direkt drinne, Daisy. Und na, wie ist es da drinne? Das sind richtig heftige Polstersitze, Leute. Die sind richtig sicher. Wisst ihr das? Boah, die sind auch sehr bequem. Oh ja, die sind richtig bequem. Genau, oh, und wisst ihr was, Leute? Cool. Wir werden jetzt noch die ganze Lobby hier in mein Boot reinholen, oder nicht? Damit wirklich jeder sicher ist, weil wir wollen jeden vor dem bösen Hai beschützen. Ich habe echt Angst vor Hai. Stellt euch mal vor, ein Hai gerade euch einfach ein Real Life ein, Leute. Das wäre voll schmerzhaft, ne? Oh, ich glaube, das wäre vergruselig. Los, 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 los. Doch nicht, das war kein Boot. Hä, wo sind die ganzen Boote? Ah, da vorne ist ein Boot, oder? Aber ja, ganz genau, du musst dorthin, na los. Na los, Leute, kommt schon rein. Euer günstiges Boot hält keinen Stand. Ihr müsst bei mir rein ins Speedboat. Na los, na los, na los. Let's go, kommt rein. Na los, warte mal, Alter, was passiert da bitte mit dem? Oh Mann, der ist völlig am Durchdrehen. Ich weiß nicht. Meint ihr, der will rein bei mir im Boot, Leute? Nee, ganz ehrlich, du kommst auch nicht rein, Leute. Er denkt, dass er ein besseres Boot hat als wir. Aber da vorne ist der Hai. Jetzt Vorsicht wagen, Leute. Let's go. Wir werden den Hai mal angreifen, okay? Mal schauen, ob wir ihn hier besiegen können mit dem Steamboat. Let's go. Oh ja, na los, wir müssen hier abhauen.
ballern. Oh, ja, wusstet ihr, dass es wahrscheinlicher ist, von einer Kokosnuss, von einer Palme getroffen zu werden, als von einem Hai gegessen zu werden? Warte mal, was? Alter, das sind Tipps fürs Leben, Leute. Let's go. Wenn wir den Hai jetzt komplett besiegen, dann ist der Hai. Let's go, ich klein ab und... Oh, ich hab den Hai einfach komplett getroffen, Leute. Habt ihr es gerade gesehen? Alter, ich hab den Hai einfach in meinem Steve-Boot besiegt. Let's go. Oha, ich glaub's nicht, Leute. Ich hab ihn einfach von so weit hinten besiegt. Cool. Oxy, danke schön. Oha, let's go. Okay, ich bin echt mal gespannt, wer wird jetzt als nächstes eigentlich der Hai, ne? Hoffentlich ich wieder. Ich glaube sogar, dass ich der Hai werde, Leute. Okay, Leute, mal schauen, wer als nächstes Hai wird. Und es ist Oxy, let's go. Was? Und wisst ihr was, Leute? Jetzt werde ich richtig sauer und euch einfach mal essen gehen. Oh yeah, habt ihr da vielleicht Lust drauf gegessen zu werden? Kommt alle bei mir rein, Leute. Achso, alle bei dir rein? Ey, ihr habt jetzt gar kein Steelboat mehr. Wir haben auch das Steelboat von dir. Warte mal, von mir habt ihr das Steelboat, euer Ernst? Oh ja, ganz genau, was glaubst denn du, Oxy? Oh Mann, jetzt wollte ich mich einfach mit meinem eigenen Boot besiegen. Aber nein, ich werde jetzt einfach als Hai euch fressen kommen. Deswegen wartet mal schön ab. Oh yeah, ich werde jeden Einzelnen fressen. So, egal, Leute, und ich werde direkt freigelassen. Let's go. Wir sind jetzt ein Hai und werden unsere ganzen Freunde aufessen. Leute, wo seid ihr? Ich habe großen Hunger heute, ne? Oh nein, Oxy, ist der Hai schnell weg. Oh yeah, ich bin diesmal der Hai, Leute. Und ihr wisst selber, was das heißt, wenn ich der Hai bin. Dann wird es ganz schön high-tastisch, Junge. Let's go. Jetzt greife ich einfach mein Boot an, Leute. Bam, zack, bam, bam, bam. Dann haben wir einen direkt angegriffen, Leute. So, wir fressen ihn auch direkt. Hey, Daisy, lecker, wo lecker, bist lecker, du lecker. Denn? Ich fahre in meinem Boot rum. Ich bin direkt neben Oxy. Leute, aber dann ich glaube, er ist jemanden blind. Aufgegessen. Warte mal, was? Du bist ja neben mir. Oh, wir fahren jetzt auch zu Oxy. Wo bist du bitte? Alter, ihr kommt ganz bestimmt nicht zu mir, weil ich bin der Hai jetzt. Ich werde jeden auffuttern, Alter. Ganz ehrlich. Ich habe ein Boot geortet, Leute. Und ich habe wirklich großen Hunger. Was? Dann ist mein Steve-Boot. Ich seh's. Lass mir mein Steve-Boot in Ruhe. Gib mir mein Steve-Boot wieder. Na los, fahr damit nicht weg. Du bist ein Hai. Es ist so unfair von denen, ne? Leute, die fahren einfach mit meinem Boot, aber nicht mit mir. Bam. Jetzt fress ich euch alle auf. Nein, nein, nein. Warum willst du? Nein, nein, nein. Oh yeah. Mam. Lea, du schmeckst ja richtig nach Axolotl. Lecker, lecker, lecker. Bitte nicht. Alter, ihr schmeckt ja richtig lecker, alle Leute. Geil, geil, geil. Lecker, lecker, lecker. Alter, Uzi, du warst ja viel leckerer als die anderen. Du hast voll bananig geschmeckt. Weißt du das eigentlich? So, jetzt holen wir uns noch das Boot hier vorne, Leute. Dass mich da einfach abknallen möchte. Was ist denn bitte mit denen los? So, einmal hier rechts, links, einmal hier rechts, links, einmal hier rechts, links. So, ah, Leute, der Typ hier vorne, das ist derjenige, der einfach mein Boot von geklaut hat. Der hat mein Steve-Boot von geklaut. Jetzt wird er aufgegessen für diese Racheaktion hier, ganz ehrlich. Für die Sache, die er gemacht hat, Leute. Let's go. Bam, bam, bam. Erstmal schön sein Boot kaputt machen. Und jetzt gehen wir ihn aufessen, Mann. Bam, bam, bam. Ich bin ein Landhahn. Let's go. Haben wir ihn besiegt? Ich glaube, ich habe ihn schon gefressen, oder? Habe ich ihn gefressen, Leute? Let's go. Oxy, du hast nur mich und Uzi gefressen. Du musst doch Daisy fressen. Was soll das? Warte mal, Daisy. Oh Mann, Daisy. Aber Bienen sind echt ein bisschen pieksig. Ich weiß nicht, ob ich Daisy wirklich fressen sollte. Leute, ist das echt so eine gute Idee, oder wie? Ich schmeck nicht. Ich probiere es aus. Wow, kommt her. Bam, 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 bam. Hier da unten ist noch einer, Leute. Ich muss unbedingt auffressen. Lecker, lecker, lecker. Ich habe so Hunger. Ich habe so Hunger. Bam, 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 bam. Let's go. Autsch, 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 autsch. Der hat mich ganz schön getroffen. Hey, wieso trifft er mich bitte so ehrenlos, Leute? So, der ist hier oben drin. Der ist irgendwie hier oben dran. So, bam, 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 bam. Und jetzt habe ich ihn. Ich habe noch einen gefressen, Leute. Alter, ich habe so Hunger, ne? Du hast nur fast 1000 HP. Oh ja, weil ich einfach so viel Hunger habe. Wo ist Daisy aber? Ich habe Lust auf Daisy-Fleisch. Daisy, wo bist du? Bist du in einem Boot drin oder bist du auf offenem Meer? Sag schon. Ich glaube, Daisy ist hier oben. Ah, komm her, Daisy. Wo bist du? Hä? Warte mal. Da war ja gar keiner drin, oder, Leute? Nee, hier war irgendwie überhaupt niemand drin. Wo ist Daisy bitte hin, Leute? Daisy, habe ich dich etwa auch schon gegessen, oder wie? Ja, Oxy, das hast du. Warte mal, ich habe dich auch schon gegessen? Alter, Leute, schaut euch das mal an. Stellt euch mal vor, ihr chillt am Strand und auf einmal kommt ein Oxy-Hai und will einfach jeden aufrösten. Lecker, lecker, lecker. So, Leute, wisst ihr, was ich gerade glaube? Mein böser Typ da hinten, so ein böser Typ, ist da hinten noch in meinem Boot am Rumfahren, oder? Wow, Oxy, du hast noch 10 Sekunden. Was soll das denn bitte? Ah, kommt her, Mann. Ich fress euch alle auf. Let's go. Ich werde euch alle auffressen. Hier drin ist noch einer bestimmt, Leute. Bam, 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 bam. Und bam. Ich habe ihn gefressen, oder? Habe ich ihn auch noch aufgegessen? Und let's go. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe alle aufgegessen, Leute. Und damit würde ich sagen, was geht ab, Schildkröten-Gang? Heute spielen wir Roblox Muskellegenden. Und ich, Leute, habe einfach ein Gym-Date. Und zwar mit Leia. Das bedeutet, Leute, ich kann heute mit Leia ins Gym gehen. Und wir werden einfach zusammen trainieren. Schaut euch das mal an. Wie cool ist das bitte? Ich würde sagen, lasst direkt ein Like und ein Abo. Und wir gehen direkt zu Leia. Let's go. Liken, abonnieren. Boom, alle haben geliked und abonniert. Dip,
Düripdürip, was ein wunderschöner Tag. Warte mal, da vorne ist ja schon leer. Ich gehe direkt hin. Eins und zwei und drei und ja, na los, Moment Uzi, mal. Leute, sie trainiert einfach mit Uzi. Ich dachte, ich und Lea wollen trainieren. Was macht sie denn bitte da vorne? Hey Lea, alles klar? Ich dachte, wir trainieren. Was ist denn da so eine Ameise da drüben? Erstmal schau ich zu, Leute. Was machen die denn dort bitte? Hey Lea, ich bin heute ehrlich froh darüber, dass wir einfach heute im Gym trainieren können, alleine ohne Oxy. Oh ja, ich bin auch froh. Der ist so ein kleiner, so eine kleine Ameise. Mit ihm macht es überhaupt keinen Spaß. Was höre ich da gerade? Zwei super starke Riesen. Was höre ich da gerade? Oh, jetzt bin ich voll sauer. Hey, Lea, Uzi, was geht hier bitte ab? Ich dachte, wir beide trainieren heute, Lea. Was soll das denn? Was soll das denn? Ey, Lea, was ist bitte los mit dir? Du hast doch gesagt, dass wir zusammen ins Gym gehen und zusammen trainieren. Ja, weißt du was? Du bist eben viel zu klein. Oh Mann, ich treffe dich ja gar nicht so klein. Oh Mann, was soll das denn? Oh ja, na los, Oxy, komm schon her. Ja, weißt du, sie ist halt eben viel, viel stärker und größer als du. Ein Moment mal, viel, viel stärker und größer. Du hast recht, ich bin viel zu klein. Ey, Uzi, was soll das bitte? Ich wollte heute mit Lea trainieren. Warum trainierst du denn auf einmal mit ihr? Nein, das darfst du doch gar nicht. Nein, 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 Oxy. Sie ist heute freiwillig zu mir gekommen und wollte, dass ich sie beim Gym helfe. Sie beim Gym helfen? Ey, was soll das denn? Lea, du hast doch gesagt, dass ich dir beim Gym helfen kann, oder nicht? Wieso hört ihr denn jetzt nicht auf einmal? Ja, du bist nur so groß wie mein kleiner Zeh. Nee, danke schön, Oxy. Das ist voll fies von dir. Oh, wisst ihr was, Leute? Während Lea da einfach mit Uzi ist, habe ich eine Idee. Ich werde einfach ganz viele andere Mädchen rissen und dann wird sie noch sehen, was sie davon hat. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Leute, wenn sie mit Uzi einen Gym-Day verbringt, dann suche ich mir einfach andere Gym-Mädchen. Mal schauen, ob hier irgendwo jemand ist und... Wartet mal, da vorne ist doch Oxina. Oh yeah. Okay, da vorne ist sie. Die sieht ja richtig krass aus, Leute. Und zack, ich muss einfach ein bisschen trainieren. Na los, ich muss einfach richtig stark werden. Leute, schaut euch das mal an. Okay, das Gute ist, ich habe noch richtig krasse Haustiere dabei. Das bedeutet, eigentlich kann ich ja auch voll stark werden. So, ich probiere es mal direkt einmal aus. Wir nehmen mir einmal meine besten Haustiere, rüsten wir mal aus. Der flammende Drache, der Fandadrache und das Elektrohäschen. So, und wir fangen direkt an zu trainieren. 1, 2, 3, gib mir Power. Und zack, und zack, und zack. Na los, wir müssen super stark werden, um hier einfach Oxida zu risen. Und boom, Leute, wir werden immer größer. Schaut euch das mal an. Hey, Oxy, Bobo-Bär, was machst du denn bitte hier? Du bist ja noch voll klein im Gym-Simulator. Warum bist du noch so klein in Muskellegenden? Warum ich so klein bin? Naja, gleich werde ich nicht mehr so klein sein. Hey, hör mal zu, Oxina, ich will dich wissen, okay? Was muss ich dafür tun? Mich wissen, Oxy? Du weißt doch selber, dass das nicht möglich ist. Schau doch, ich bin viel größer als du. Ja, ich weiß es schon. Ich hab's auch vorhin bei Lea probiert, aber sie ist einfach mit Uzi am Rumdancen. Die habe ich einfach voll ausgeschlossen. Na gut, Oxy, auch wenn du so klein und mickrig bist, ich gebe dir eine kleine Chance. Wenn du wirklich mich wissen willst, dann musst du es erstmal schaffen, größer als ich zu werden. Mal schauen, ob du das schaffst. Warte mal, größer werden als du? Na klar, schaffe ich das. Na los, aus dem Weg. Und mal, was, Uzi kommt dort? Oh Mann, der ist so fies, Leute, dass er mir einfach jetzt leer weggeschnappt hat, sozusagen. Ey, Oxina, komm hier vorne, ich werde es auf jeden Fall schaffen, größer als du zu werden. Na los, Leute, ich muss unbedingt schaffen. So, ich muss unbedingt trainieren, Leute. Lasst alle ein Like und ein Abo da, wenn ich richtig groß werden soll. Na los, na los, na los. Oh ja, Leute, alle liken, wenn ihr denkt, dass Oxy schaffen kann, mich zu risen. Hey, Oxina, natürlich werde ich es schaffen, dich zu risen. Boom, schau dir das, Mann. Ich werde immer und immer breiter. Und wisst ihr was, Leute? Wenn wir gleich nicht weiter wissen, können wir uns auch einfach ganz viele Proteinshakes holen. Ich würde sagen, wir uns jetzt schon mal einen Proteinshack für 900. Ich würde sagen, wir uns jetzt schon mal einen Proteinshake für 140 Robux, Leute. Let's go. Denn der wird uns einen mächtigen Schub geben. 3, 2, 1. Schreibt alle mal jetzt eine 1 in die Kommentare, damit ich den direkt nehme. Let's go. Alle eine 1 in die Kommentare. Und gluck, 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 gluck. Oh, der war echt lecker. Alter, der hat sich ja voll gelohnt, Leute. So, immer weiter trainieren, immer weiter trainieren. Oh, da vorne trainiert sie, Leute. Gleich bin ich größer als sie. Oh Mann, Oxy, ich komme jetzt zu dir. Mal schauen, ob du schon größer bist als ich. Oh, warte noch kurz, Oxy. Naja, dann musst du ein paar Liegestütze ballern. Ich würde euch auch empfehlen, jeden Tag Liegestütze zu machen. Leute, das ist extrem gesund und gut. Na los, schnell Liegestütze machen. Warte mal, Oxy, Bobo-Bär, du bist ja wirklich am Trainieren. Und du bist ja echt gewachsen. Wow, du siehst ja voll gut aus auf einmal. Und
1 und 2 und 3. Oh ja, sehe ich gut aus. Warte, lass mal vergleichen, wer größer ist. Mal schauen, Oxina. Und, warte mal. Ich glaube, ich habe es fast geschafft. Ich bin ein bisschen größer als du, oder? Naja, noch ein paar Liegestütze und dann vielleicht mach mal hier Bankdrücken. Boah, Bankdrücken, du hast recht. Okay, Oxina, du musst mich supporten. Na los, 1 und 2 und 3. Na los, na los, na los. Bitte, bitte, bitte. Und, boom, ich glaube, ich habe es geschafft. Oder bin ich etwas größer als du? Lass mal vergleichen. Na gut, Bubu-Bär, lass mal vergleichen, ob du mich gerissen hast. So, ich bin davon auf jeden Fall überzeugt. 3, 2, 1 und warte, ich muss mich einmal schnell aufrecht hinstellen. Boom, wie findest du meine Brust, Oxina? Sehe ich nicht mega gut aus? Wow, Oxy, Bubu-Bär, du siehst ja richtig gut aus. Oh Mann, ich liebe dich. Lass uns bitte zusammen sein, okay? Let's go, Schildkrötengang. Ich hab's geschafft. Ich hab sie komplett gerissen. Okay, hey, hör mal zu, Oxy. Du kannst sie erstmal beim Laufband ein bisschen trainieren. Ich komm gleich zu dir, ja? Okay, Bubu-Bär, du hast mich einfach gerissen. Let's go, Schildkrötengang. Okay, aber Oxina reicht noch nicht. Wir brauchen am besten noch zwei andere Mädchen, damit Lea komplett eifersüchtig wird, Leute. Oh yeah. Denn wenn sie einfach mit Uzi ins Gym geht, dann gehe ich auch mit zwei anderen ins Gym. Aber Leute, bevor wir ein weiteres Mädchen suchen, muss ich erstmal ein paar Sit-Ups machen, denn ich habe gerade bemerkt, Leute, mein Sixpack ist noch nicht ganz ausgewogen. Wir brauchen ein richtig krasses Sixpack. So, ich muss unbedingt schauen, wo ich hier noch Mädchen finde, Leute, mit einem richtig krassen Sixpack. Oh yeah, let's go, let's go, let's go. So, noch ein bisschen Schattenboxen. Boom, boom, boom. Hier, let's go, let's go. Zack, Schattenboxen, Schattenboxen, Schattenboxen. Oh yeah. So, ich würde sagen, genug Schattenboxen. Lasst uns auf die Suche gehen, irgendjemanden zu finden. Oxina ist da noch. Und, hä, wartet mal, Leute, dort ist wohl eine Anfängerin, ne? Seht ihr das? Oh, das ist doch die Amelia, oder nicht? Ich glaube, ich könnte auch probieren, die zu risen. Na los, geh da mal hin. Einen wunderschönen guten Tag. Ich trainiere hier einfach ein wenig. Na, alles klar bei dir. Warte mal, du bist es ja wieder, Oxui. Hallo, ich trainiere hier auch. Oh ja, ganz genau. Ich habe schon ein bisschen trainiert, weißt du. Ich habe schon Sixpack aufgebaut und siehst du das? Ich kann auch schon ein bisschen meinen Bizeps trainieren. Leute, ich war ein bisschen flexen. Wow, sieht ja sowas so krass aus. Sag mal, wie kann ich denn bitte so krass sein wie du? Was ja voll den krassen krass Sixpack. Wenn du willst, kann ich dir einen Proteinshake von mir abgeben. Hm? Hier, nimm ruhig. Zack, na los, direkt train einmal. Ein Proteinshake? Okay, danke schön, Oxui. Wow, das schmeckt ja voll lecker. Oh ja, dann kannst du auch irgendwann so trainieren wie ich. Weißt du was? Sag mal, du bist hier ja relativ neu in der Stadt, oder nicht, Amelia? Oh ja, ganz genau. Ich bin hier ganz neu. Sag mal, versuchst du etwa wieder ein paar Mädchen zu finden? Mm, ja, ganz genau. Wenn ich ehrlich bin, ich würde dich gerne risen. Wie findest du so meine Übungen? Bam, bam, bam. Na, willst du mich ein bisschen supporten? Liegestützen kann doch jeder. Sag mal, hast du hier was Krasseres drauf? Doch, klar schon. Das Mann. Und zack. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Das ist echt krass. Oh, ja. Hast du und noch das Coole ist, ich kann auch auf dem Laufband trainieren, Jolly, das war und sogar auf dem ganz großen. Oh, na los, na los, na los, schnell trainieren, trainieren, aber trainieren. Aber weißt du was, mich tut alles nicht beeindrucken, außer du gehst jetzt einen Stein hochheben, ganz genau. Einen Stein hochheben und dann habe ich dich gerissen oder wie, bist du dir echt sicher? Ja, ganz genau, dann hast du mich. Okay, dann check mal ab. Oh Mann, Ossi ist da noch am Trainieren mit Lea, ganz ehrlich, Leute, ich werde leider noch zwei Mädchen haben. So, schaust du zu? Oh ja, Oxy, nimm den ganz großen, mal schauen, ob du das schaffst. Okay, 1 und 2 und 3. Feuer mich aber an, damit ich es besser machen kann. Na los. Okay, na los, Oxy. Ich glaube an dich. Und 2 und 3. Na, siehst du das? Ist das das, was du sehen willst? Oder wie schaut das, Mann? Ich werfe den Stein in die Lüfte und wieder zurück. In die Lüfte und wieder zurück. Das ist ja mega krass. Wow, ich glaube, du hast mich. Du bist sowas von stark. Was? Das kann ich ja viel, viel schneller. Warte mal, Ossi, was macht der denn bitte hier? Oh nein, der will mir doch nicht Amelia wegnehmen, ne? Das ist ja so viel größeren Stein. Oh Mann, das kann's doch nicht sein. Hey, aber Amelia, weißt du was? Ich muss einfach tun. Ossi, ich fordere dich heraus zu einem Faustkampf. Lass uns sehen, wer von uns beiden stärker ist. Warte mal, was? Ich hab nicht mal zurückgeschlagen. Das war's mit dir, da liegst du. Ich bin dafür, dass ihr in den warte mal, was meinst du? Eine Schlägerei ist im Gange. Willst du teilnehmen? Ja, will ich, Ossi. Lass uns kämpfen. Ich gegen dich. Bist du ready? Ich bin auf jeden Fall ready. Ich komme jetzt rein. Wow, eine Schlägerei. Reihe beginnt auf Magma. Willst du teilnehmen? Ja, klar will ich. Ossi, bist du schon da? Auf willst du kämpfen Fall oder wie? Oh, ja, ich bin schon nein. da. Ossi ist ja auch schon, Ossi. Ich will gegen dich kämpfen. Okay, hey, Amelia, derjenige, der gewinnt, der hat dich gerissen. Ist das richtig? Oh Mann, ich werde sie sowas von müssen. Das reicht genau. mir. Genau, ich bin gespannt, wer gewinnt. Natürlich gewinne ich. Let's go. Und danach habe ich einfach zwei Mädchen. So, auf drei jetzt los, Ossi. 1, 2, 3. Lass uns kämpfen. Nein, dann bist du ja schon. Boom. Okay, ich habe mir einen Schlag gegeben, Leute. Zack, zack, zack. Und ja, ich hab gewonnen mit einem Faustschlag. Habt ihr es gesehen, Leute? So eine rechte Oxui-Faust und schon wieder. Boom, boom, boom. Hast du das gerade?
gerade gesehen? Amelia, ich habe ihn komplett besiegt. Hast du gerade gesehen, oder wie? Zack, 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 wow, boom. Okay, ich glaube, es ist klar, wer mich gerissed hat. Oh, hier, yeah, natürlich der King hier. Ey, das war unfair gerade. Ich habe nicht gerissed. Wow, Leute, ich habe es geschafft. Zwei Mädchen gerissed. Orxina und auch Amelia. Let's go. Okay, hört mal zu, Leute. Ihr beide kommt jetzt zu mir zu Lea und sagt, dass ihr gemeinsam mit mir trainiert, okay? Oh, warte mal, wir machen das, damit Lea eifersüchtig wird, ne, Orxi? Du hast uns jetzt einfach gerissed, hihi. Ganz genau, ich habe euch gerissed, weil ich eigentlich zuerst ein Date hatte mit ihr, aber sie war einfach mit Ussi, deswegen würde ich sagen, wir beide gehen da jetzt einfach hin, okay? Wir gehen da jetzt aber zu dritt hin, alles klar, Leute? Okay, Orxi, Bobo Bär, lass uns da hingehen, mal schauen, wie sie so reagiert, hihi. Let's go, Leute, lass da mal hinlaufen und, Alter, schau euch das mal an, sie trainiert immer noch mit Ussi gemeinsam. Na los, lass es da mal hingehen. Ey, yo, Lea, alles klar bei dir? Ich bin hier vorne auch noch am Trainieren, lalalalala. Orxi, wow, du bist ja direkt schon größer geworden. Mhm, ganz genau. Und weißt du was? Ich muss dir mal was zeigen, ja? Ich habe richtig krasse Haustiere. Hat das Ussi etwa auch? Schau dir das mal an. Das sind die besten Haustiere im ganzen Spiel. Die sehen ja mega krass aus. Wo hast du die bitte? Tja, die habe ich mir halt selbst erfahren. Und weißt du was? Dadurch werde ich einfach der Allerstärkste. Mhm. Oh ja, das Coolste ist, Orxi hat mich einfach gerissed. Und sogar die gute Amelia. Ja, sie hat uns beide gerissed. Mhm, ganz genau, uns beide. Oh ja, ganz genau, Lea. Na, was hältst du davon? Hä, aber Orxi, wir beide wollen doch im Gym trainieren. Ja, wir beide wollen im Gym trainieren, Lea. Das hast du ja gut überlebt, wenn du auch mit Ussi gegangen bist. Ich würde sagen, lasst uns alle an der Schlägerei teilnehmen und dann seht ihr ja, wer der King ist, okay? Na gut, weißt du was, Orxi, du bist immer noch nicht so stark wie ich. Ich werde sowas von ja sehen. Ich meine, Haustiere werde ich sowas von gewinnen, Leute. Let's go, kommt alle rein in die Schlägerei. Haha, Lea, was sagst du, dass ich zwei Mädchen habe, hm? Genau. Oh Mann, let's go, Leute. Lasst uns gegeneinander kämpfen. Boom. Ich bin sowas von gespannt. Na los, Ossi, ich werde dich auf jeden Fall besiegen. Du mich besiegen, Ossi. Das Einzige, was du besiegst, ist die Banane, nachdem du schon 5 Bananen gegessen hast, weil du so dick bist. Let's go. Okay, die Reihe ist im Gange. Mal schauen, wer als erstes gewinnen wird. Ussi McUss kämpft gegen... Ich bin mal richtig gespannt. Er kämpft gegen Amelia. Let's go. Oh Mann. Amelia hat eine Chance. Aber ich bin ja nicht so stark. Oh Mann, das kann so sein. Und was? Hä? Ussi kämpft jetzt einfach gegen Orxina. Orxina, du musst unbedingt gewinnen. Okay, ich gewinne gegen ihn. Let's go, let's go, let's go. Boom. Hihi. Warte mal, was hast du etwa gewonnen? Na los, Orxina. Ich habe gerade irgendwie, glaube ich, Lea fertig gemacht. Aber da vorne... Oh, hier vorne ist einfach Ussi McUss. Let's go. Ussi, komm her, lass uns kämpfen. So, na los, na los, na los, bleib schon stehen, oh, Ussi. Nein, 3, 2, 1 und Buzz. Let's go. Erster Platz ist Orxui, zweiter Platz ist Ussi. Juhu, Orxi, du hast einfach gewonnen. Du bist echt der Beste, wirklich. Oh yeah, ganz genau. Was, ich hätte doch mit Orxi trainieren sollen. Was soll das, Ussi? Tja, Lea, da hast du jetzt eine Rache. Okay, ich würde sagen, lass uns alle Friedensschließung alle gemeinsam spielen, okay, Leute? Okay, lass uns einfach alle zusammen trainieren. Ganz genau, wir trainieren als Freunde alle gemeinsam. Oh ja, das machen wir. Und damit, Schildkröten-Gang, falls euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Hier rechts und links findet ihr noch weiter extra coole Roblox-Videos. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Ja, schaut auf jeden Fall auch bei Minecraft auf die nächste Folge drauf, denn wir machen jeden Tag ein neues Roblox-Video. Und Leute, lasst ein Like, Abo da, drückt auf nächste Folge drauf. Tschüss, Leute, abonniert, der ist cool.